Einen schönen guten Abend, liebe Gäste, Mitwirkende und Gäste der heutigen Veranstaltung. Sie haben das alle besser gemacht als ich. Diejenige, die die Veranstaltung eröffnet, sollte eigentlich gut pünktlich da sein und auch wissen, wo die Veranstaltung stattfindet. Wer öfter beim FGW war, weiß, dass wir häufig den NRW-Dialog im Palais Wittgenstein abgehalten haben. Und ich habe mich gewundert, dass überhaupt noch niemand da war und freue mich aber jetzt sehr, bei Ihnen zu sein. Ich darf Sie also an dieser Stelle sehr herzlich im Namen des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung zum ersten NRW-Dialog des Jahres 2018 begrüßen. Mein Name ist Ute Klammer. Ich bin sozusagen im Hauptberuf Direktorin des Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen, aber hier im FGW, im Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung, quasi ehrenamtlich stellvertretendes geschäftsführendes Vorstandsmitglied und vertrete zudem den Themenbereich vorbeugende Sozialpolitik, der ja auch einer der beiden Abteilungen ist oder Stränge, die heute Veranstalter der Tagung sind oder unseres NRW-Dialogs. Unser heutiger NRW-Dialog steht unter dem Titel Soziale Dienste 4.0? Fragezeichen, Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Sozialsektor. Wir greifen damit ein Thema auf, das zum einen sicherlich hochaktuell und relevant ist, aber zum anderen bislang vielleicht noch nicht die großen Schlagzeilen geliefert hat, die das Thema eigentlich verdient. Das Thema Digitalisierung an sich ist natürlich inzwischen längst zu einem Megathema unserer Debatte geworden, sowohl der politischen als auch der wissenschaftlichen. Es ist inzwischen fast 5 Jahre her, dass die sicher Ihnen alle bekannte, berühmte oder auch berüchtigte Studie The Future of Employment von Frei Osborn von der Oxford University erschienen ist, auf die man sich seitdem immer wieder, oft aber auch in Abgrenzung beruft. Diese Studie hat vereinfacht gesagt dargestellt, dass hochgerechnet etwa 47% aller Arbeitsplätze in den USA mittelfristig von Digitalisierungsprozessen bedroht sein könnten. Die tatsächliche Aussagekraft dieser viel zitierten Studie ist in der deutschen Fachwelt, insbesondere in der Industrie- und Arbeitssoziologie, mittlerweile sehr stark relativiert worden. Sowohl mein Kollege Hartmut Hirsch-Kreinsen hier vorne, der am FGW den Themenbereich Digitalisierung von Arbeit, der heute der andere Themenbereich als Organisator der Veranstaltung ist, verantwortet, als auch beispielsweise meine Kollegin Sabine Pfeiffer, Uni Erlangen-Nürnberg, die ebenfalls Mitglied des FGW-Kollegiums ist, haben in einer ganzen Reihe von Beiträgen gezeigt, dass die Aussagen der Studie, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt für Deutschland Relevanz haben. Nichtsdestotrotz hat das Negativszenario des Abbaus von Stellen unsere Diskussion sehr stark beeinflusst. Auf der anderen Seite hat es auch immer wieder sehr positive Visionen gegeben, optimistischere Visionen, die auf die vielfältigen Chancen und Potenziale von Digitalisierung hingewiesen haben. Bei der ganzen Debatte geht es aber bisher überwiegend um den Industriesektor, um Stichwort Industrie 4.0. Der Dienstleistungssektor hingegen wird im deutschen Digitalisierungsdiskurs bislang, so zumindest war unsere Einschätzung, eher vernachlässigt oder zu wenig beachtet. Auf der einen Seite gibt es im Dienstleistungssektor seit langer Zeit hochdigitalisierte Branchen, zum Beispiel den Finanzbereich, den Bereich Handel, Logistik, aber auch diverse Post- oder Kurierdienste, Kommunikationsdienste und so weiter. Andererseits hinken gewisse Dienstleistungsbereiche im Bereich Digitalisierung deutlich hinterher, obwohl hier durchaus ein großer Bedarf besteht. Und hierzu gehören auch die sozialen Dienste, denen wir uns heute widmen wollen. Der Einsatz moderner Informationstechnologien nimmt nämlich langsam, aber sicher in der sozialen Arbeit, in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft an Fahrt auf. Wir gehen davon aus, dass diese Digitalisierungsprozesse vielfältige Auswirkungen auf die Art und Weise haben werden, wie soziale Dienstleistungen in Zukunft geplant, gesteuert, gestaltet und erbracht werden. Meine Damen und Herren, auch in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft wird der verstärkte Einsatz von Informationstechnologien von einigen Akteuren zumindest als potenzielle Bedrohung wahrgenommen. Es wird befürchtet,
dass es vermittels neuer IT-Anwendungen zu einer zusätzlichen Arbeitsverdichtung kommen könnte oder zu einer Zunahme von Fremdbestimmung und Kontrolle der Beschäftigten. Und es bestehen sicherlich, vermutlich auch nicht zu Unrecht, große Bedenken im Hinblick auf das Thema Datenschutz, Stichwort Big Data, gläserner Patient. Und es bestehen natürlich auch Befürchtungen, dass in Zukunft verstärkt Algorithmen darüber entscheiden, was mit Menschen passiert. Auf der anderen Seite versprechen sich viele Expertinnen und Experten durch eine zunehmende Digitalisierung im Sozialsektor auch große Fortschritte. Wenn man so will, eine Digitalisierungsdividende. Und genau darum soll es heute gehen. Wie können Digitalisierungsprozesse im Sozialsektor, wie können soziale Dienste 4.0 so ausgestattet werden, dass sie den verantwortlichen Sozialplanern und Sozialplanerinnen und Entscheidern in den Kommunen und Landesministerien Vorteile bringen, aber auch den sozialen Dienstleistungsorganisationen, Ärzten, Krankenhäusern, Pflegediensten, den Beschäftigten im Sozialsektor und natürlich auch den Nutzerinnen sozialer Dienstleistungen. Wie kann und soll also ein kontinuierlicher partnerschaftlicher Dialogprozess organisiert werden, ohne dass eine Gruppe gegen die andere ausgespielt wird? Und was kann die Politik hierzu beitragen? Darum soll es heute Abend gehen. Denn wir glauben fest daran, dass es sich bei Automatisierungs- und Digitalisierungsprozessen auch im Sozialsektor keinesfalls um etwas handelt, das sich gleichsam wie ein Naturgesetz über uns ergießt, sondern Digitalisierung und sozialer Wandel sind gestaltbar und wir müssen uns dieser Gestaltungsaufgabe fällen. Wir haben heute Abend ein sehr reichhaltiges und dichtes Programm, das ich Ihnen nur ganz kurz vorstellen möchte. Zunächst einmal werden wir Ergebnisse aus zwei Kurzexpertisen vorstellen, die am FGW gefördert worden sind. Das erste ist die Kurzexpertise Digitalisierung in der sozialen Dienstleistungsarbeit, Stand, Perspektiven, Herausforderungen, Gestaltungsansätze. Diese Expertise haben Denise Becker, Michaela Evans und Professor Josef Hilbert vom Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen im Auftrag des Themenbereichs Digitalisierung und Arbeit Industrie 4.0 des FGW erstellt. Ich sagte schon, dieser Bereich wird von Hartmut Hirsch-Kreinsen verantwortet und von Annemarie Karatschik hier, wo sitzt sie? Da bist du, Entschuldigung. In der Geschäftsstelle betreut. Herr Hirsch-Kreinsen glaubte nach mir da zu sein, aber jetzt ist er sogar schon vor mir hier. Die zweite Studie, die heute vorgestellt werden soll, ist die Expertise Informationstechnologien im Kontext vorbeugender Sozialpolitik in NRW, Bestandsaufnahme, Funktionen und Perspektiven. Diese Expertise wurde von Dr. Thomas Ley, Uni Bielefeld, und Professor Udo Seelmeier, FH Bielefeld, erstellt, und zwar im Auftrag des Themenbereichs vorbeugende Sozialpolitik, den ich, wie gesagt, am FGW verantwortete und der von Dr. Antonio Brettschneider dort hinten in der FGW-Geschäftsstelle betreut wird. Beide Expertisen nähern sich dem Thema Digitalisierung in den sozialen Diensten aus unterschiedlichen Perspektiven, nämlich einmal aus einer eher arbeitspolitischen und einmal aus einer sozialpolitischen Perspektive. Es gibt aber zwischen beiden Studien, die etwa gleichzeitig im November des letzten Jahres entstanden sind und auch im Foyer ausliegen. Sie können sich also die Kurzfassung mitnehmen und die Langfassung auch runterladen auf der FGW-Website. Es gibt, wie Sie feststellen werden, durchaus einige Querverbindungen zwischen beiden Studien. Wir werden also diese beiden Expertisen heute vorstellen, dann aber auch zugleich in einem breiteren Kontext stellen und mit der aktuellen Praxis in NRW ins Gespräch bringen. Dafür haben wir mit Herrn Matthias Redders, Herr Redders, ich begrüße Sie, Referatsleiter im Ministerium für Arbeit und Gesundheit des Landes NRW, sowie mit Herrn Heinz-Josef Kessmann, Direktor des Caritas-Verbands für die Diözese Münster, zwei sehr sachkundige Experten aus Politik und Zivilgesellschaft gewinnen können, die uns in Form einer kurzen Präsentation einige Schlaglichter aus ihrer aktuellen Arbeit und einige Eindrücke aus den laufenden Digitalisierungsprozessen in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich vorstellen werden. Vielen Dank schon mal für die Mitwirkung an der heutigen Tagung und für Ihre Beiträge und die gemeinsame Diskussion. Wir werden also gleich in kurzer Folge vier
kurze Impulsvorträge hören, die das Thema Digitalisierung im Sozial- und Gesundheitswesen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Im Anschluss an diese Kurzinputs werden wir dann versuchen, diese Perspektiven in einer gemeinsamen Podiumsdiskussion zusammenzuführen. Bei dieser Diskussion werden wir natürlich auch Ihnen im Publikum die Gelegenheit geben, und ich hoffe, es bleibt uns reichlich Zeit dazu, mitzudiskutieren, Ihren Sachverstand einzubringen und Fragen an die Referenten einzubringen. Und ich freue mich sehr, dass wir für die Moderation dieser Podiumsdiskussion und des heutigen Abends insgesamt Frau Christina Schildmann, hier vorne auch sitzend, von der Hans-Böckler-Stiftung gewinnen konnten. Frau Schildmann ist Leiterin des Wissenschaftlichen Sekretariats oder war des Wissenschaftlichen Sekretariats der Expertenkommission Arbeit der Zukunft bei der Hans-Böckler-Stiftung. Es heißt jetzt wohl Forschungsstelle Arbeit und Arbeit der Zukunft. Immer noch die Arbeit der Zukunft. Heute insbesondere die sozialen Dienstleistungen. Sie war davor langjährige politische Referentin bei der Ebert-Stiftung und mit mir hat sie in der zweiten Gleichstellungskommission fürs Bundesfamilienministerium gearbeitet. Sie ist also eine ausgewiesene Expertin zu Fragen rund um Zukunft der Arbeit und wird uns heute durch den Abend führen. Und da wir so ein volles Programm haben, möchte ich damit schließen, dir das Wort übergeben und uns allen einen erkenntnisreichen Abend wünschen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Ute Klammer, für die wunderbare Einführung. Ich positioniere mich zunächst mal hier, werde aber ein wenig wandern. Starte hier. Ich werde auch gleich erklären, warum. So, einen schönen Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier moderieren darf, dieses spannende Thema. Ich freue mich auch insbesondere, dass es überhaupt stattfindet, denn mein Eindruck ist exakt der gleiche, den Ute Klammer gerade schon genannt hat. Wir haben eine gigantische Digitalisierungsdebatte im Moment. Wir können, wenn wir wollen, jeden Tag zu zwei Veranstaltungen zur Digitalisierung gehen, wenn wir die Zeit haben. Aber die ganze Sache hat eine gewisse Schlagseite. Die Diskussion kreist sehr stark um Industrie 4.0, kreist sehr stark um Robotik, um cyberphysikalische Systeme, um 3D-Druck und vermittelt den Eindruck, es gäbe gar nichts anderes. Dabei gibt es ja doch sehr viel. Die Dynamik ist möglicherweise sogar ganz anderswo und das ist genau der Ort, wo wir heute hinschauen. Das wird eine sehr spannende Expedition in den Bereich Digitalisierung, trifft auf Sozialpolitik und Digitalisierung trifft auf soziale Dienstleistungen. Wir bekommen, das hat Ute Klammer gerade schon angedeutet, die allerfrischsten Forschungsergebnisse hier heute präsentiert. Wir besichtigen diese beiden Felder, gucken, was jetzt schon passiert, was da jetzt schon läuft, was da für Potenziale sind, aber auch, was da noch kommen kann und was die Akteure und Akteurinnen tun müssen. Wie funktioniert es heute? Ute Klammer hat es auch schon angedeutet, wir haben ein strammes Programm. Wir haben 4 Vorträge, 6 Vortragende und 7 Diskutantinnen. Nein, insgesamt haben wir 7 Expertinnen plus Moderation. Mein Hauptjob ist es heute Abend, ein wenig undankbar, hauptsächlich die Uhr im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass der Zeitplan funktioniert. Ich habe meine Uhr extra nochmal aufgezogen, es wird hoffentlich funktionieren. Wir haben die geballte Ladung Wissen. Wir starten, das hatte Ute Klammer auch schon gesagt, mit einem Vortrag, ich nenne es mal Team Hilbert Becker und auch im Geiste Evans zur Digitalisierung in der Dienstleistungsarbeit. Ich sage die alle nochmal an, alle auch nochmal ordentlich mit den Funktionen, deswegen bleibe ich auch hier, verziehe mich hier in die Ecke. Dann kommt der Beitrag vom Team Seelmeier-Lei, wenn ich das so flapsig sagen darf. Und dann haben wir den Ausflug in die Praxis. Da haben wir ja gerade schon in Aussicht gestellt bekommen, Herr Redders und Herr Kessmann. Das ziehen wir erstmal einmal durch. Danach gehen wir zum Podium. Da verspreche ich aber hoch und heilig, weil wir nämlich, also was wir jetzt nicht machen können, ist leider jeden Vortrag erstmal diskutieren und Rückfragen stellen. Aber, das habe ich auch schon versprochen, wenn jemand einen Begriff nicht versteht und die Gefahr ist groß, weil wahrscheinlich Fachbegriffe ja rumschwirren werden, dann bitte ich um ein Zeichen, dass wir das zumindest klären können. Ansonsten machen wir einmal diese Vorträge durch, dann gehen wir zum Podium, aber ich stelle nur eine einzige Frage zu Beginn und öffne dann sofort zum Publikum, weil ich vermute hier einen Haufen Expertise und wir haben hier volles Haus und die Chance nochmal zu diskutieren. Wenn Ihnen gar keine Fragen oder Anmerkungen einfallen sollen, habe ich natürlich auch noch einige in petto. So starten wir. Ich verziehe mich mal hier auf diesem Platz und kündige das erste Team an. Dazu brauche ich meine Moderation
Visitenkarte, nämlich das Team, jetzt gucke ich hier auf die Seite, Professor Josef Hilbert und Denise Becker vom IAT, Michaela Evans, wie gesagt, im Sinn. Josef Hilbert, ich muss ein bisschen was für ihn erzählen, das bin ich unserem Publikum schuldig, auch wenn sie wahrscheinlich jeder und jede hier kennt. Professor Dr. Josef Hilbert ist geschäftsführender Direktor am Institut für Arbeit und Technik, kurz IAT, an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen-Bocholt-Recklinghausen. Er ist auch Direktor des Forschungsschwerpunktes Gesundheitswirtschaft und Lebensqualität und er hat ganz viele Funktionen, aber ich habe hier nochmal einen rausgepickt. Er ist auch Vorstand der Gesundheitswirtschaftsinitiative, habe ich das richtig gesagt, der Metropole Ruhr. Und die Hans-Böckler-Stiftung kennt ihn sehr, sehr gut, denn er macht zusammen mit Michaela Evans viele Studien, die von uns gefördert werden. Das heißt, die beiden sind für uns so die Expertinnen, Experten überhaupt im Bereich soziale Dienstleistungen, wenn es um die Arbeitsbedingungen geht und die Arbeitsbeziehungen, aber auch die Qualifizierung. Gerade eine Studie zur Digitalisierung im Krankenhaus. Mehr Technik, bessere Arbeit? Fragezeichen. Das macht Herr Professor Hilbert gemeinsam mit Denise Becker. Da sehe ich sie. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsschwerpunkt Arbeit und Wandel am IAT. Und sie hat einen Master in Sozialpsychologie und, und Sozialanthropologie, das ist korrekt, und an der Ruhr-Universität Bochum gemacht und sie ist Expertin für die Gesundheitswirtschaft. Und wir gehen jetzt mit den beiden in dieses Feld, Digitalisierung trifft auf soziale Dienstleistungen und ich kann versprechen, es geht nicht nur um die Pflegerobbe Paro, es geht gar nicht um die Pflegerobbe, glaube ich. Bitte schön, Sie haben das Wort, Sie beiden. Oder wie wollen Sie es machen? Ja, beide zusammen also, oder hinterher? Erstmal müssen wir uns bedanken für die freundlichen Worte, die Sie an uns gerichtet haben. Jetzt können wir ja nur noch versagen nach diesen Vorschusslorbeeren. Jetzt versuchen wir mal das Beste draus zu machen. Also guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung, hier mitmachen zu können. Und unsere Arbeitsteilung sieht so aus. Ich bin für das Allgemeine, für das Drumherum zuständig. Und Frau Becker hat die Studie im Wesentlichen gemacht. Ich habe sie auch mitgeschrieben, Frau Evans auch. Aber die Hauptlast hat Frau Becker getragen. Und deswegen verlassen wir uns auch ganz auf Sie, dass Sie das hier gleich präzise und in Kürze vorträgt. Mein Intro soll Frau Klammer, herzlichen Dank für die Einladung, nochmal bekräftigen und Frau Schildmann auch. Es ist die richtige Wahl und der richtige Zeitpunkt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir machen das schon länger, aber nichtsdestotrotz sind wir mit dem Thema noch nicht durch und es gibt an vielen Punkten sehr viel zu tun. Das Erste ist, ich habe ein paar Argumente, warum es sinnvoll ist, jetzt sich mit dem Thema zu befassen. Das Erste ist noch einmal zu sagen, hier handelt es sich um einen außergewöhnlich großen und außergewöhnlich dynamischen Gestaltungssektor. Wenn man Sozialwirtschaft, soziale Dienste im engeren Sinne nimmt, ist das Altenhilfe, ist das der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der Bereich der Teilhabeförderung, so nennt man das heute, glaube ich, politically korrekt. Und der kommt zusammengezählt irgendwo in der Größenordnung auf 1,6, 1,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Wenn man das Ganze aber größer sieht im Kontext Sozial- und Gesundheitswirtschaft, haben wir es mit einer Branche zu tun, die ungefähr 7,5 Millionen Beschäftigte hat. Und im letzten Jahr war es zum ersten Mal so, dass im Ruhrgebiet die Gesundheitsbranche größer war als das gesamte produzierende Gewerbe. Also eine Branche, die sehr stark wächst, in sich außergewöhnlich groß ist und in einem sehr kräftigen Veränderungsprozess an vielen Punkten steht. Ich fange mal mit dem Veränderungsprozess an, mit einer Geschichte, die sagt, wir stehen unter Erwartungsdruck. Wenn Sie sehen, was in der Werteskala von Menschen in Deutschland eine Rolle spielt, dann ist es ungefähr seit 6, 7 Jahren so, dass die Werteforscher sagen, es gibt einen Präferenzbereich Nummer 1, der ist Gesundheit. Das ist wichtiger als Status, das ist wichtiger als Autos, das ist wichtiger als Freizeit, ist sogar wichtiger in der Wertehierarchie als Familie. Wir wollen in Deutschland ein anständiges Gesundheitswesen haben, eine anständige Gesundheitssicherung. Das schließt eben auch die Bereiche der Sozialwirtschaft mit ein. Also wir stehen in der Bevölkerung mit dieser Branche unter Erwartungsdruck. Das ist der erste wichtige Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich benennen möchte, ist, dieser Bereich wird im Moment zum Adressaten für das große Geld.
in aller Ambivalenz, die darin steckt. Merrill Lynch, die Investmentbank, sozusagen der Bank of America, hat eine Studie gemacht, die heißt The Longevity Economy. Und die weist aus, dass das größte Wachstumsfeld der Wirtschaft weltweit der Bereich Produkte und Dienstleistungen für mehr Lebensqualität im Alter ist. Und die Orientierung für das große Geld ist, geht dahin, wo dieser Bereich am dynamischsten ist, wo am meisten Geld zur Verfügung steht, das ist Europa. Und wenn ihr Europa gewinnen wollt, müsst ihr nach Deutschland gehen. Das, was Warren Buffett gerade macht an Investitionsstrategie, ist ein erster Vorgeschmack von dem, was passiert. In einigen Teilen der Reha-Szene können wir es auch schon studieren. Die Gesundheitsbranche wird zum Adressaten für Investitionsaktivitäten des großen Gelds. Mit aller Ambivalenz, die damit zu tun hat. Also auch das spricht dafür, kümmert euch darum. Und dann gibt es eine überall geteilte Nervosität und, ja, sagen wir mal so, auch Gewissheit. Es kommt was Großes auf uns zu im Kontext der Digitalisierung, von Digitalisierungsaktivitäten im Sozial- und Gesundheitsbereich. Es ist die Worte von Disruption, wird viel gesprochen in dem Bereich. Es geht sogar so weit, dass Menschen, die sich sehr gut in der Branche auskennen, sagen, mit den Ärzten geht es zu Ende, weil künstliche Intelligenz an vielen Punkten besser ist. Ich halte das für Blödsinn, aber es wird mit großer Vehemenz in diesem Sektor diskutiert. Es wird gesprochen von großen Umbrüchen im Hinblick auf die Qualität der Arbeit und die Arbeitsmöglichkeiten in diesem Bereich. Und es wird davon gesprochen, dass durchaus mit Hilfe der Digitalisierung es möglich sein kann, dass eine ganz neue Qualität von Dienstleistungen entsteht. Besser abgestimmte, besser koordinierte, besser integrierte Dienstleistungen, viel, viel mehr auf individuelle Bedarfe zugeschnittene Dienstleistungen, aber auch ein Schub in Richtung auf eine Medizin, die in der Lage ist, schon durch eine Kombination von Lebenswissenschaften und Digitalisierung Risiken bei Menschen, Gesundheitsrisiken vorzeitig zu erkennen. Also es ist verbunden mit einem großen sozusagen, mit einer Heilshoffnung, die dahinter steckt, hinter der Digitalisierungswelle, die im Gesundheitssektor erwartet wird, von der viele Akteure ausgehen. Menschen wie Herr Redders oder andere Akteure, die in dieser Szene, Frau Schlebus kennt das auch schon, in- und auswendig unterwegs sind, wissen, die Bäume wachsen dann nicht so schnell in den Himmel. Der Alltag sieht viel weniger, also sagen wir mal so, schwarz-weiß aus, als das in den Prognosen vieler Zukunftsforscher und vieler Visionäre gesehen wird. Und deswegen ist es richtig und wichtig, sich detailliert mit dem auseinanderzusetzen, was in Studien passiert, was in der Realität passiert, was Akteure erwarten. Und das ist eigentlich das, was Denise Becker in ihrer Studie, in ihrer Kurzstudie für die FGW gemacht hat. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass auch im Kontext der Debatten in der FGW, mit der FGW, um die FGW herum, dann ein realistisches Bild der Veränderungsdynamik entsteht und auch ein realistisches Bild von Veränderungsmöglichkeiten entsteht, die man dann vielleicht im Verbund ein bisschen besser wahrnehmen kann, als es bislang der Fall ist. In diesem Sinne mache ich jetzt hier einen Stopp und gebe den Stab weiter an Frau Becker. So, damit mich wenigstens ein Großteil der Leute hier sehen kann, platziere ich mich hier und würde dann einfach starten, damit wir auch durchkommen, mit der Vorstellung der Expertise Digitalisierung in der sozialen Dienstleistungsarbeit, Stand, Herausforderungen, Perspektiven und bedanke mich natürlich ganz herzlich dafür, die Ergebnisse hier vorstellen zu dürfen. Es geht weiter, okay. Also einmal zum zur Gliederung, der thematische Hintergrund und Fragestellungen der Studie werden zuerst umrissen. Dann gehen wir auf zentrale Ergebnisse, was vielleicht am spannendsten ist,
und wollen dann die Gestaltungsherausforderungen skizzieren. Und jetzt zum Hintergrund. Eine Folie, die vielleicht auf den ersten Blick erschlägt, allerdings wurde viel davon schon angesprochen. Digitalisierung in der modernen Arbeitswelt ist ein ubiquitäres Phänomen. Wir alle schicken E-Mails, in der Fertigung werden Schweißroboter eingesetzt, 3D-Druck, all diese Dinge wurden schon angesprochen. Und auch hier gibt es eben eine starke Diskussion um die Folgen für Arbeit. Und das sind eben die Debatten um Industrie 4.0, da schon sehr sektoral festgelegt, und auch allgemeiner um das Thema Arbeit 4.0. Besonders im Fokus stehen dabei die Substitutions- und Polarisierungseffekte von digitaler Arbeit. Und das bedeutet zum einen der Ersatz von Arbeitsplätzen, Substitution und Polarisierung, also ein Auseinanderdriften von Qualifikationsniveaus auf der einen Seite in Richtung Spezialisierung, auf der anderen Seite eben eher in Richtung Dequalifizierung. Wenn man sich dann das breite Feld der Digitalisierung genauer anschaut, dann fällt auf, dass eigentlich Digitalisierung konzeptualisiert noch wenig dargestellt ist. Also Digitalisierung, wissen wir alle, sind eben Unterscheidungsmerkmale 1 und 0. Man kann aber auch sagen, dass aus der realen Dienstleistungswelt Dinge herausgenommen werden, die dann digitalisiert werden und eben digitalisiert erbracht werden. Das können zum Teil eben Dinge sein, die die Organisation von Dienstleistungen betreffen, das können aber auch Dienstleistungsprozesse selbst sein. Und was die Folgen dieser Unterscheidungen für Arbeit, Aufgabenzuschnitte und Berufsfachlichkeit sind, ist eben noch wenig geklärt. Und wenn man dann noch in den Bereich der sozialen Dienstleistungsarbeit blickt, dann könnte man auch sagen, das ist auch schon angesprochen worden, wie viel Digitalisierung passiert denn da? Ist das Produkt am Ende eben digitalisiert oder nicht? Ich werde gleich noch zeigen, dass es eben in vielen Handlungsfeldern bereits Digitalisierungsprozesse gibt, dass auch unterschiedlichste Digitalisierungsanzeichen vorhanden sind, aber dass eben mit Blick auf Arbeit eben noch wenig Forschung erfolgt ist. Und wenn man dann eben nochmal schaut, inwieweit die Debatte eben aktuell differenziert ist in Substitution- und Polarisierungsthesen, dann fällt auf, dass es das für die soziale Dienstleistungsarbeit eben noch nicht gibt. Dann haben wir einen kurzen Überblick über digitale Technologien in der sozialen Dienstleistungsarbeit. Ich habe das jetzt einfach mal auf Sektoren aufgeteilt. Da haben wir das Krankenhaus, Altenhilfe und auch den Gesundheitsstandort Haushalt. Das Spektrum reicht von, ich sage jetzt einfach mal, Diagnostikbefundung, die digital vermittelt werden kann oder digital abgerufen werden kann, bis hin zu digitalen Vermittlungsplattformen für Pflegedienste, Pflegekräfte und Pflegedienstleistungen zu Hause. Kann man vielleicht auch überschreiben mit dem Begriff Pflege-Uber. Und die Frage ist eben, wie entsteht daraus eine Dienstleistung, die am Ende eben künstlich hergestellt ist und nicht mehr das ganze reale Dienstleistungsspektrum umfasst? Und was sind dann die Folgen für Arbeit? Wir haben uns folgende Fragen gestellt, um die Expertise zu erstellen. Auf welche Weise prägt der digitale Wandel soziale Dienstleistungsarbeit? Sehr allgemein gehalten. Welche Erkenntnisse liegen zu Beschäftigung, Arbeitsgestaltung und Qualifizierung in sozialen Dienstleistungsberufen vor? Welche Gestaltungsherausforderungen lassen sich für die soziale Dienstleistungsarbeit herausarbeiten? Und welche Gestaltungschancen ergeben sich? Und wie haben wir das gemacht? Also es ist vor allem eben eine deskriptive Literaturstudie gewesen. Hier haben wir Forschungsergebnisse, Forschungsarbeiten uns angeschaut, analysiert und wir haben auch aktuelle Positionen von Interessengruppen uns angeschaut, im Rahmen von Positionspapieren zum Beispiel. Einmal zum Forschungsstand. Also die Folgen für die Arbeit, wie ich schon sagte, sind eben für die soziale Dienstleistungsarbeit noch wenig berücksichtigt. Man muss das Feld noch ein bisschen differenzieren vielleicht. Also wenn wir auf die Telemedizin gucken, dann zielen Forschungsarbeiten vor allem darauf, die nutzerbezogene Wirksamkeit für digitale Anwendungen zu erfassen und zu eruieren, um eben den Nutzen herauszustellen und diese Dienste auch zu legitimieren. Es gibt bisher insgesamt sehr wenig arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
zu digitalen Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, obwohl eben viele digitale Anwendungen am Ende der Arbeitsunterstützung und der Arbeitssteuerung von Beschäftigten in den jeweiligen Berufen dienen. Eigentlich, das konzentriert sich vor allem auch auf organisatorische Kontexte. Am weitesten verbreitet ist eben die Pflegedokumentation zum Beispiel oder andere Dokumentationsformen in anderen Dienstleistungsberufen. Und da wird vielleicht schnell klar, dass da noch nicht so direkt die Interaktion mit den zu pflegenden oder zu betreuenden Personen berührt wird. Das heißt also, die Wirkungen auf interaktive Handlungskontexte sind hier noch offen. Ich habe extra trotzdem ein Bild rausgegriffen, wo doch der Patientenkontakt hergestellt wird. Aber eben, ja, die Folgen für die Arbeit sind noch wenig berücksichtigt. Ich habe mal zwei Dienstleistungssegmente rausgegriffen. Da habe ich einmal das Setting Krankenhaus und gleich kommt das Setting soziale Arbeit, um das einfach noch mal ein bisschen plastischer zu machen und die Ergebnisse daran darzustellen. Also im Krankenhaus herrscht bisher noch wenig Angst vor der digitalen Ablöse. Die Ergebnisse, die hier dargestellt werden, beziehen sich gleich vor allem auf den Arbeitsreport Digitalisierung im Krankenhaus, der im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung auch vom Institut Arbeit und Technik erstellt wurde. Der erste Punkt allerdings, dass es 20% sind, die im Gesundheits- und Sozialwesen substituiert werden können im Bereich der Tätigkeiten, geht nicht auf diese Studie zurück. Auf jeden Fall geht es eben darum, dass hier die Substitutionspotenziale noch sehr gering geschätzt werden im Vergleich zum Produktions- und Fertigungssektor. Viel mehr weiß man erstmal noch gar nicht. Und dann gab es eben die Beschäftigtenbefragung über den Arbeitsreport, wo die Studienergebnisse oder die Befragung der Beschäftigten darauf hinwies, dass es eine grundsätzliche Technikakzeptanz gibt und dass man sich sogar Arbeitserleichterungen und Verbesserungen der Versorgungsqualität erhofft. Es gibt hier aber noch keine Evidenz, es gibt eben noch keine großartigen Studien oder andere Beweise dafür. Wenn man nochmal in Richtung Substitution denkt, dann ließ sich feststellen, dass eigentlich erstmal keine Angst vor Substitution herrscht. Das ist auch mit den interaktiven Arbeitskontexten geschuldet, denn Kontakt mit Menschen lässt sich so schnell nicht ersetzen. Das heißt, man denkt nicht direkt an Substitution, man denkt aber auch an die Entstehung neuer Arbeitsaufgaben im Kontext von Digitalisierung, an neue Arbeitsprozesse und vielleicht auch an neue Arbeitsplätze. Da kann man vielleicht von medizinischer IT oder anderen Berufszuschnitten denken. Ja, was aber auch dabei herauskam, ist, dass digitale Technik eben auch häufiger störende Unterbrechungen im Arbeitsprozess bewirkt. Das kann zum einen sein, dass man unterbrochen wird dadurch, dass man noch was eintippen muss oder aber auch, dass Technik nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Also, dass eben vielleicht Anwendungen nicht richtig funktionieren, Datenverlust oder andere Dinge passieren. Ja, das wäre das, was es zum Krankenhaus bisher gibt. In der sozialen Arbeit haben wir einen anderen Ausgangspunkt. Da ist der Ausgangspunkt, dass sich die Lebenswelten von Klientinnen und Klienten digital wandelt. Also sehr viel geschieht heutzutage bei Jugendlichen zum Beispiel im Bereich Social Media, in WhatsApp-Gruppen, Chats und so weiter, also das digitale Leben sozusagen. Und soziale Arbeit folgt in diese digitalen Handlungsräume und muss da eben auch Fragen der Leistungsgestaltung beantworten und überlegen, wie neue Leistungen sich eben in solchen digitalen Handlungsräumen verorten lassen. Und auf der anderen Seite eben, genau wie in der Pflege, gibt es digitale Arbeitshilfen. Da ist im Beispiel zu nennen intelligente Frühwarnsysteme, digitale Entscheidungshilfen, die eben dann auch noch eine Rolle spielen bei der Veränderung von Arbeit. Und wie gesagt, also dazu gibt es noch wenig Evidenz. Jetzt sind wir schon bei den Gestaltungsherausforderungen. Die Lektüre und Analyse von Positionspapieren hat vor allem gezeigt, aber auch eben die Studien, die bisher dazu gesichtet werden konnten, dass es vor allem am Informationsmanagement in den Betrieben und Organisationen fehlt. Wann wird welche Technik eingeführt und warum?
Der Einbezug Beschäftigter in Auswahl, Einbettung und Evaluation, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wie bringe ich Technik in soziale Dienstleistungen ein, fehlt. Und da ist eben die Frage zu beantworten, welche Technik ist in welchen Arbeitszusammenhängen auch aus Sicht der Beschäftigten sinnvoll. Und dann sind eben die großen Fragen der Arbeitsgestaltung zu stellen. Wie verändern sich bisherige Arbeitsaufgaben? Wo fällt was weg? Wo entstehen neue Aufgabenzuschnitte? Ein großes Thema, das vor allem dann aber ja, auch vor der betrieblichen Arbeit vielleicht kommt, ist die Qualifizierung. Sind Beschäftigte denn ausreichend qualifiziert im Bereich Digitalisierung? Das betrifft zum einen die Vermittlung von Medienkompetenz. Das ist auf der einen Seite Grundlagenwissen über die Anwendung digitaler Technik, auf die Wirkweisen, auf die zu pflegenden oder eben zu betreuenden in der Interaktion. Das betrifft aber auch kritisch-reflexive Möglichkeiten, Technik zu bewerten und den Nutzen und die Sinnhaftigkeit, aber auch Fragen des Datenschutzes eben zu bewerten. Auf der anderen Seite sind das spezifischere Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Arbeitsinhalten und Anforderungen. Also wo kann ich fachlich wirklich Digitalisierung zur Bereicherung meiner Arbeit und meiner Arbeitsprozesse anwenden, damit eben im Ergebnis vielleicht auch ein Mehrwert entsteht. Ja, also das sind Gestaltungsherausforderungen, die bisher neben der fehlenden Forschung noch nicht so wirklich berücksichtigt sind. Die Impulse dafür sind da. Okay, ich beeile mich. Okay, es kommen noch 3 Folien. Ich beeile mich. Also, digitale Technik kann man auch als möglichen Schub für Professionalisierung betrachten. Und zwar, man hat auf der einen Seite, ich zeige das mal so, digitale Arbeitsprozesse. Wenn wir das gut hinkriegen mit der Qualifizierung, haben wir souveräne Techniknutzung, das gut angewendet werden kann von den Beschäftigten. Und wenn es noch besser läuft in Richtung Professionalisierung, dann haben wir eine Aneignung digitaler Technik, die professionelle Handlungsspielräume erweitert und die eben auch zur Professionalisierung von Beschäftigten beitragen kann. Merkposten dabei sind aber, dass man Auswirkungen auf Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse beachtet. Also werden bestimmte Menschen in Beschäftigungsverhältnissen wie Teilzeit oder anderen Zusammenhängen abgehängt? Und entsteht nicht hier auch so etwas wie eine Polarisierungsproblematik? Also das sind Dinge, die frühzeitig zu beachten sind, bevor es eben schon passiert. So, zu den Handlungsempfehlungen. Wir fangen vorne an. Aneignung und Ausbildung. Man muss Problemstellungen in der Praxis kennen und adressieren. Informationstechnische Grundbildung habe ich schon angesprochen, Medienkompetenz ebenfalls und schauen, dass das eben auch in Ausbildungskurricula übersetzt wird und gelernt werden kann und eben nicht durch komplett eigene Aneignung passieren muss. Natürlich wachsen die Digital Natives nach und alle kommen mit irgendwie einer Art von Medienkompetenz in den Beruf, aber es gibt eben auch das Erfordernis, das einzubetten. In der Fort- und Weiterbildung ebenso. Hier geht es vor allem darum, spezifischere Anforderungen zu definieren in Betrieben und Organisationen, das modular aufzubereiten, Medieneinsatz auch in der Fort- und Weiterbildung einzusetzen. Da kann man eben an E-Learning, Simulation, VR-Techniken denken und vor allem Praxisbezüge herzustellen, damit es nicht ein theoretisches Konstrukt bleibt. Und am Ende das abzurunden mit Zertifizierungen, damit man eben auch in seinem beruflichen Werdegang am Ende was davon hat. Und in den Betrieben und Organisationen geht es vor allem auch darum, die Beschäftigten nicht auf der Strecke zu lassen. Das ist eben auch skizzierten Gestaltungsherausforderungen geschuldet, Beschäftigte mehr einzubeziehen in Produktauswahl, in Technikeinsatz, in die Einbettungs- und Qualifizierungsprozesse, in die Arbeitsgestaltung und am Ende eben in die Evaluation, was hat es denn gebracht oder haben wir eigentlich vielleicht etwas gekauft, was am Ende niemandem nützt. Und nochmal auf die Beschäftigtenseite zu sprechen zu kommen, es muss auch die betriebliche Mitbestimmung am Ende mitorganisiert werden, wie werden Techniken eingeführt und wie werden Beschäftigte und Interessenvertretungen dabei berücksichtigt und wie sieht es aus mit Leistungssteuerung, Überwachung, ist eben auch ein Thema, wo viele Angst vorhaben, Arbeitssicherheit und Arbeits- und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen bei Themen der Digitalisierung. Und ich bedanke mich.
herzlichen Dank an das Team Hilbert und Becker. Ich, wenn Sie sich wundern, dass ich hier immer noch sitze, ich bleibe einfach hier, weil sonst müsste ich nämlich ständig auf und ab gehen, um die neuen Referentinnen und Referenten anzukündigen. Und das mache ich von hier aus. Ich darf jetzt das Tandem, das Team 2 ankündigen. Auch da werde ich natürlich noch einige Worte verlieren, mit wem wir es hier zu tun haben. Denn das ist ja nun auch wichtig. Ich will nur kurz eine Überleitung machen, weil ich heute noch ein interessantes Dokument zugeschickt bekommen habe, das uns hier auch beschäftigen kann, und zwar den Zukunftsradar des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Zukunftsradar Digitale Kommune heißt das Werk. Und das hat ganz interessante Befunde ergeben, nämlich dass 91% der Gemeinden und Kommunen schätzen, dass Digitalisierung für sie total wichtig sein wird und auch ganz großen Nutzen bringen kann. Aber nur 10% finden, sie seien da gut aufgestellt. Also es ist noch viel zu tun in dem Bereich für die Kommunen. Zu den beiden Referenten. Sie sind beide Grenzgänger. Sie kommen aus der Sozialarbeit, aber Sie haben auch keine Angst vor Big Data und KI, sind da Experten. Dr. Thomas Ley von der Uni Bielefeld ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Soziale Dienste. Dieses Kompetenzzentrum forscht und denkt im Auftrag von Trägern der Jugendhilfe, von Verbänden, von Organisationen, aber auch von Regierungen und Verwaltungen. Dann haben wir Professor Dr. Udo Seelmeier, der ist seit ganz kurz erst, dem 01.09.2017, Professor für Sozialwissenschaft an der FH Berlin mit dem Schwerpunkt Digitalisierung der sozialen Arbeit. Er war vorher aber auch schon Professor, und zwar an der TH Köln. Dort baute er den interdisziplinären Forschungsschwerpunkt Digitale Technologien und soziale Arbeit auf. Da hat er auch immer noch einen Fuß drin, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe eine lange Liste an digitalisierungsbedingten Aktivitäten zugeschickt bekommen, die beeindruckend ist, die ich jetzt aber nicht anbringe, weil wir zu wenig Zeit haben. Ich will aber auf eins hinweisen, auf das Projekt, in dem er auch beteiligt ist, maschinelle Entscheidungsunterstützung in wohlfahrtsstaatlichen Institutionen. Da geht es um Algorithmeneinsatz, wenn ich das richtig sehe. Und er ist auch Gründungsmitglied in den Fachgruppen Soziale Arbeit und Gesundheit und Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft im Graduierteninstitut NRW. Das sage ich deswegen, weil das parallel tagt und ich nicht sicher bin, ob der Avatar dort sitzt oder ob wir jetzt hier den Avatar haben. Aber wir werden es wahrscheinlich rausfinden, wenn er gut ist. Ich bitte Sie auf die Bühne. Ich weiß auch nicht, wie haben Sie sich das überlegt? Sie machen es Stereo. Genau, Stereo. Ich fange an, Udo Seelmeier macht weiter. Genau, wir können sehr gut anschließen. Wir beschäftigen uns schon ein bisschen länger mit der Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Ist das so besser, ne? Aber Sie haben mich vorher noch halbwegs verstanden. Jetzt fühle ich mich sogar irgendwie auch besser. Genau, wir haben uns gefreut, nochmal innerhalb der Expertise, nochmal das, was wir unter Digitalisierung in der sozialen Arbeit haben, nochmal auf die Sozialpolitik zu beziehen und eben auch nochmal auf Präventionsprogramme in NRW da nochmal so ein bisschen empirisch reinzulinsen. Ich habe eine kurze Einordnung, die aber sehr gut auch, glaube ich, nochmal in die Vorrednerliste passt sozusagen. Wenn wir uns nochmal angucken, was heißt eigentlich Digitalisierung im sozialen Sektor, gibt so vier Entwicklungslinien im Sozialstaat 4.0 von den Sozialpolitikforschern Hauns und Nullmeier. Und da ist der erste Punkt natürlich der schon bislang sehr gut beschrieben wurde, veränderte Arbeitsverhältnisse und neue Kategorien von Tätigen. Da verliere ich gar nichts zu. Wir wollen uns gleich fokussieren auf die Auswirkungen auf die soziale Dienstleistungsproduktion, also der Einsatz von digitalen Technologien und auch was das mit der Dienstleistungserbringung selbst macht. Und wir haben innerhalb der Expertise eben auch die letzten beiden Punkte so ein bisschen besprochen. Wir werden jetzt nicht darauf eingehen, aber glaube ich in der Diskussion ist das nachher nochmal ein Thema. Also Datenverfügbarkeiten und deren sozialpolitische Verwendung, also Algorithmisierung von Entscheidungsprozessen, Big Data in der Sozialverwaltung. Das wäre so das. Und das Letzte, was ja auch in der Gesundheitswirtschaft noch mal relevanter wird, Selbstmonitoring, Internet der Dinge, Präventions-Apps etc. Auch da gehen wir nicht drauf ein, aber das kann man sicherlich noch mal diskutieren. Sehr viel praktischer vielleicht noch mal in der Übersetzung noch mal die Frage gestellt, was heißt Digitalisierung im sozialen Sektor? Haben wir so allgemeine Nutzungsformen? Das sind eben Informationsbereitstellung mit Webseiten und Portalen, die immer mehr daherkommen. Wir haben digitalisierte, fallbezogene Informationsverarbeitung. So, zurück auf Null. Genau, die Digitalisierung hat ihre Tücken. Wir haben das jetzt schon bei beiden Vorträgen gesehen, ne? Also das sollten wir auch in der Diskussion beibehalten.
Also, digitalisierte, fallbezogene Informationsverarbeitung, wir haben Monitoring-Systeme, wir haben die E-Akte, wir haben Fachsoftware, ein großer Bereich in der sozialen Arbeit mittlerweile. Wir haben die digitalisierte Kommunikation, Online-Beratung als ein feststehender Bereich, Instant Messenger, also Sie glauben gar nicht, wie viel Sozialarbeiter per WhatsApp mit ihren Klienten unterwegs sind. Das ist schon, kann man durchaus auch ethisch diskutieren, aber das ist so. Und wir haben den letzten Bereich Assistenztechnologien für Adressatinnen mit Einschränkungen. Letzter Punkt, der für uns auch immer wichtig ist. IT in diesem Bereich ist halt nicht immer nur das Arbeitsmittelchen für Fachkräfte, sondern eben auch ein Teil von Organisationstechnologien. Wenn wir diese allgemeinen Nutzungsformen vielleicht nochmal in einen breiteren Kontext stellen, kann man nochmal die Frage stellen, ich führe das jetzt nicht alles aus, wer nutzt eigentlich mit wem was, wofür und zu welchen Zwecken? Wir haben das hier nochmal so ein bisschen auch in Weiterführung der Expertise nochmal aufgemacht, die Differenzierung freie und öffentliche Träger, weil wir auch glauben, dass die Digitalisierung bei öffentlichen und freien Trägern auch nochmal sehr viel durchaus unterschiedlich diskutiert wird. Wir haben das ja nachher in der Diskussion auch nochmal beides prominent vertreten. Insofern passt das ganz gut. Genau. Und insofern fanden wir das nochmal wichtig, das da nochmal einzuführen. Und ganz kurz nur, das schwankt dann von Apps für Adressatinnen, von der Online-Beratung, Wissensmanagement für Fachkräfte, die Fachsoftware schon benannte, die E-Akte und gerade bei öffentlichen Trägern kommt dieser Bereich des kommunalen Bildungsmonitorings ganz deutlich zum Tragen. Georeferenzierte Sozialplanung ist der ganz wilde neue Bereich, den man da versucht. Und man hat sowas wie Bürgerinformationssysteme oder auch Social Bots, an denen sich beispielsweise die Arbeitsagentur versucht. Also Chatroboter, wie man da so zusagt. Ganz kurz nur zu dem Hintergrund, um vielleicht auch die Expertise dann nochmal einzuordnen und den Arbeitsbereich damit nochmal zu verbinden. Also wir haben uns eben auch neben einer allgemeinen Literaturrecherche natürlich auch IT-Projekte in Präventionsprogrammen in NRW angeguckt, die sich so ein bisschen mit diesem Leitbild der vorbeugenden Sozialpolitik verbinden lassen. Ich will da gar nicht zu viel verlieren, aber es ist sozusagen eine Strategie der Lebensphasen- und arbeitsfeldübergreifenden Politikkoordination, da ist so ein bisschen auch die Idee, die Kommune als Gestalter der Sozialpolitik vor Ort. Und genau, die Lebenslaufperspektive, die Idee der Prävention und das sind natürlich auch Perspektiven, wo man meinen könnte, da müsste doch die IT eigentlich auch sehr gut andocken. Die finden sich so ein bisschen in diesem Ideal der Präventionskette und auch Ketten werden mit, oder die Informationstechnik versucht sich vielfach auch in Ketten. Ob das dann so klappt, sei dahingestellt, aber das findet man dann eben auch eben in diesen Politiklinien, die Sie vielleicht kennen. Kein Kind zurücklassen, NRW hält zusammen, kein Abschluss ohne Anschluss. Auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Methodisches Vorgehen in aller Kürze. Wir haben uns eben diese Präventionsprogramme angeguckt, die Politiklinien. Wir haben 7 Experteninterviews gemacht, um da einfach auch nochmal zu versuchen, die verschiedenen Arbeitsfelder der sozialen Arbeit da auch nochmal so ein bisschen auf den Schirm zu bekommen. Was wir leider nicht machen konnten, wir haben keinen Einblick in kommunale Umsetzung und spezifische Nutzungsformen. Es ging jetzt eher so ein bisschen um so eine, ja, um die Funktionsbereiche, Akteure von IT-Projekten auf dieser übergeordneten Programmebene. Um da so ein kleines Geschmäckle für zu bekommen, ganz kurzer Einblick in die untersuchten Fallbeispiele, die wir uns da angeguckt haben, beispielsweise Online-System, frühe Hilfen. Einige der Akteure sind vielleicht auch noch vor Ort oder hier und können das dann nochmal mit einbringen. Also das Familienministerium hat so eine Idee eines Online-Systems, frühe Hilfen, entwickelt, weil einfach in dem Bereich der frühe Hilfen oftmals der Bedarf formuliert wird, dass man eigentlich Angebote nochmal besser recherchieren kann. Und das Land hat dann da einen Prototypen entwickelt, der dann neudeutsch ausgerollt werden kann in den Kommunen und da dann Informationsportale oder Familieninformationssysteme etabliert werden können. KeyKids Online-Tool ist so ein Teil, das oder so eine Eigenentwicklung innerhalb dieses Kein Kind zurücklassen, wo nochmal so ein bisschen versucht wurde, ja, die Netzwerke der von Kein Kind zurücklassen auch nochmal IT-mäßig zu begleiten und da auch Netzwerkbefragungen mit zu verbinden. Ein anderer Bereich, kein Abschluss ohne Anschluss, hat ein Kommunikationsforum gehabt, wo versucht wird, auf kommunaler Ebene so ein bisschen die kommunale Koordinierung
zu vernetzen. Und das ist so ein Bereich, wo versucht wird, einerseits eine Programmentwicklung zu fahren und eben auch da ein gewisses Peer-Learning der Leute mit zu verbinden. Ein letzter Bereich oder ein weiterer Bereich bei kein Abschluss ohne Anschluss wäre Portfolio-Instrument Jobmapper NRW, das in dem Sinne noch gar nicht wirklich digitalisiert war. Wir kommen gleich nochmal zu der Einordnung, aber damit verbinden sich eigentlich auch nochmal Ideen, wenn man sowas, also es gab dann wilde Debatten, das in ein E-Portfolio zu transferieren, und genau da wäre so ein Bereich eigentlich, wo man die Co-Produktion von Klienten und eben auch Fachkräften dann eigentlich mit digitalisieren könnte. Deswegen haben wir das da nochmal mit reingenommen. Und last but not least, ich habe das eben schon kurz erwähnt, kommunales Bildungs- und Sozialmonitoring ist vielleicht jetzt nicht technisch der größte Clou, ist aber kommunal eine riesige Managementaufgabe, wo vielfach versucht wird, eben ein breites Bildungsmonitoring oder Sozialmonitoring aufzusetzen und dann eben Datenquellen zu verschränken und das nachher irgendwie zu versuchen, auf so eine, also das sind die neueren Entwicklungen, dann das zu versuchen, auf eine georeferenzierte Perspektive hin zu ziehen. Was ist sozusagen ein bisschen die Zukunftsmusik, und das wäre zumindest auch schon der Einblick zu den Projekten, die wir uns angeguckt haben, und Udo Seelmeier versucht die jetzt vielleicht noch mal ein bisschen analytischer einzuordnen. Ja, wir haben dann noch mal versucht zu schauen, okay, was steckt da eigentlich analytisch drin, ausgehend von der Literaturanalyse und den Experteninterviews, und haben vier Funktionen unterscheiden können, die Informationstechnologien hier in der vorbeugenden Sozialpolitik in den untersuchten Bereichen erfüllen. Zwei Funktionen, die sozusagen stärker auf einer Systemebene liegen, und zwei, die eher auf einer Einzelfallebene liegen. Ich starte mal mit der ersten Funktion, die wir da sehr stark gesehen haben, nämlich dass IT hier zur Steuerung von Hilfesystemen herangezogen wird. Zunächst mal, indem Steuerungsinformationen bereitgestellt werden, generiert werden. Einerseits auf der kommunalen Ebene, Thomas hat es vorhin schon erwähnt, etwa im Kontext von Bildungsplanung, Sozialplanung, wo eben auch zunehmend georeferenzierte Daten genutzt werden, die eben auch sehr kleinräumige Analysen ermöglichen, und vor dem Hintergrund von Big Data Analytics eben da nochmal auch perspektivisch durchaus weitergehende Möglichkeiten bestehen. Auf der Programmebene wären es überwiegend Monitoring-Daten, die mittels solcher Anwendungen dann in den Programmen generiert werden, und schließlich, wo es sozusagen auch unmittelbar um Steuerung geht, populationsbezogenes Risikomanagement, wie wir es beispielsweise aus dem Bereich der Polizei Predictive Policing kennen, also diese vorbeugende Polizeiarbeit. Der zweite Bereich, da geht es stärker um die Vernetzung von Akteuren, und zwar auch auf unterschiedlichen Ebenen. Zunächst mal in vielen Programmen, die wir uns angeguckt haben, auf der Ebene von Institutionen und Organisationen, aber auch dann auf der Ebene von Fachkräften, also dass sowas wie Expertennetzwerke, ein Austausch in Form von Foren organisiert wird, und schließlich auch eine Vernetzung, wenn es um organisationsübergreifenden Austausch in der Fallarbeit ging, was aber noch deutlich weniger der Fall ist. Bisher, also bislang empirisch noch weniger zu beobachten. Kommen wir dann zu der Funktion im Kontext von Fallarbeit. Da wäre die Unterstützung der Fallarbeit erstmal aus einer Perspektive von Fachkräften zu sehen. Das heißt, wie kann hier IT die Fallarbeit, operative Fallarbeit unterstützen? Da lassen sich verschiedene Ebenen unterscheiden wiederum, also auf der ersten Stufe sozusagen die Sortierung von Fällen, Screening über Falleingangssysteme, auf einer nächsten Stufe stärker fachlich und ganzheitlich sozusagen fallbezogen ausgerichtet die Diagnose,
und Prognosestellung und schließlich auch Planung von Hilfen, Stichwort auch Dokumentation, Evaluation, das, was eben über Fachanwendung, elektronische Klientenakten, Dokumentationssysteme umgesetzt wird. Eine vierte Funktionsebene, die wir unterschieden haben, ist die Einbindung von Adressaten und Adressatinnen. Das passiert überwiegend noch auf einer relativ rudimentären Ebene, jetzt informationstechnologisch betrachtet, über Informations- und Hilfeportale, also wenn man so will, Web 1.0, da sind wir noch nicht mal in diesem sozusagen interaktiven Web 2.0, da kämen wir hin sozusagen auf einer zweiten Ebene, sowas wie Antragstellung ermöglichen über Internet, also da wäre es schon ein bisschen stärker interaktiv, also Stichwort E-Government. Ziel müsste aber sein, eine Koproduktion von in Dienstleistungen zu unterstützen, informationstechnologisch. Wir haben hier nochmal so ein bisschen abgebildet, wo sind die jetzt untersuchten Programme da schwerpunktmäßig zu verorten. Also die Jobmappe NRW, wenn sie auch als E-Portfolio umgesetzt wäre, am ehesten nochmal so ein Ansatz, der in Richtung Co-Produktion und Partizipation ginge. Wenn wir uns das jetzt zusammenfassend nochmal bewertend anschauen, dann können wir feststellen, dass Informationstechnologien bislang überwiegend auf der Ebene der Steuerungs- und Vernetzungsfunktion Einsatz findet, darauf beschränkt ist. Das hängt natürlich ein Stück weit auch mit unserem Fokus zusammen, dass wir auf der Programmebene geguckt haben und empirisch nicht so stark auf der operativen Ebene jetzt geguckt haben. Was man beobachten kann, dass es halt häufig noch sozusagen die Einbahnstraße ist, also unidirektionale Informationsweitergabe und noch nicht sozusagen die Koproduktion. Da gibt es noch große Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind. Insgesamt würden wir eben sagen, und nicht nur wir, auch die interviewten Experten, dass wir es hier eher mit einer nachholenden Informatisierung noch zu tun haben. Also gegenüber dem Stand der Technik sind wir hier vielfach noch weit zurück. Und die Einschätzung, die wir hier aber wirklich übergreifend auch mitbekommen haben aus der Praxis von den interviewten Experten, ist, dass das Thema sehr stark an Fahrt aufnimmt und da einiges passiert. Vorbeugende Sozialpolitik bietet eben auch aus unserer Sicht viele Anknüpfungspunkte, wirklich diese Potenziale von Digitalisierung stärker zu nutzen. Dazu bedarf es verschiedener Dinge, die passieren müssen. Zum einen müsste man Thema Digitalisierung viel stärker mitdenken, auch auf so einer Programmebene. Der nächste Punkt, wenn wir auf die kommunale Ebene von Umsetzung gehen, da IT nicht sozusagen als ein technisches Thema nur zu begreifen, sondern das strategisch anzugehen. Also da passt die neue Studie ganz hervorragend dazu, zu diesem Ergebnis. Und es müsste stärker darum gehen, digitale öffentliche Dienste aus der Perspektive der Adressaten her zu gestalten. Und dafür braucht es noch sehr viel an Forschung und Entwicklung auch. Also wenn man sich überlegt, Thema Industrie 4.0, wie viel Millionen Forschungsgelder da reinfließen. Und Herr Hilbert hat es gesagt, also der Bereich Sozial- und Gesundheitswirtschaft, ein Riesenbereich auch. Und da finden wir kaum entsprechende Projekte. Also da ist viel zu tun. Insbesondere, um da in die Umsetzung zu kommen, braucht es kommunale Modellprojekte, wo sozusagen auch so ein Lernen am Modell dann möglich wird. Und das bedarf eben auch einer stärkeren Förderung, beispielsweise auf einer Landesebene. Da haben wir ja auch Beispiele schon gesehen, wo dann nicht jede Kommune sozusagen das Rad neu erfinden muss, sondern gerade wenn man so einen Ansatz auch von Open Source verfolgt, offene Entwicklung, die dann auch wirklich in der Fläche irgendwie bundesweit irgendwie genutzt, weiterentwickelt werden können. Ich glaube, da hat man auch viele Potenziale, die bislang noch gar nicht ausgeschöpft werden. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank an das Team.
Lai Seelmeier, Professor Seelmeier haben wir gleich nochmal auf dem Podium. Also können wir ihn gleich nochmal ausquetschen zu all dem, was er hier jetzt berichtet hat. Ich hatte eigentlich versprochen, dass man Begriffe nachfragen darf, die man nicht versteht. Ich habe mir zum Beispiel notiert, georeferenzierte Daten. Ich weiß nicht, ob der Begriff für alle verständlich ist. Wenn es Erklärungsbedarfe dazu gibt, dann bitte ich um ein Handzeichen. Oh ja, dürfen wir noch einmal fragen, was sind georeferenzierte Daten oder georeferenzierte Sozialplanung? Mein Eindruck ist, dass Herr Redders das schon einfach erklären will. Oder will er es erklären? Ah, dann, Herr Redders bringt sich schon mal in Stellung und währenddessen wir noch der Erklärung lauschen. Die georeferenzierten Daten, die sind wichtig für uns, deswegen lassen wir sie uns kurz erklären. Man kennt das vielleicht noch am ehesten aus der ganzen Verkehrspolitik oder so, wo das, wo sozusagen Daten eben auch dann ja sozusagen an kleinräumigen geografischen Daten markiert werden, und das wird eben auch versucht in der ganzen Sozialpolitik zu machen, dass man eben Arbeitslosenstatistiken, sozusagen alle Statistiken eben auch auf kleinräumige Regionen sozusagen zurückziehen kann und darüber dann eben sehr viel genaueres Bild eben abgeben kann. Vielen Dank für die Erhellung. Wir haben jetzt zwei spannende Vorträge gehört, die, glaube ich, eine Sache sehr gut gemacht haben. Wir haben ja vorhin diskutiert, dass die Digitalisierungsdebatte immer schwankt zwischen riesigen Heilserwartungen und Apokalypse, und wir sind jetzt sehr nah rangezoomt an sehr fachliche Dinge und haben einen guten Eindruck davon, was es in bestimmten Bereichen eigentlich bedeutet. Nun, wir diskutieren auf dem Podium gleich nochmal, was das heißt für die Arbeitsbedingungen und für die sozialen Dienstleistungen für den Bürger, die Bürgerin. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Praxis. Wir haben wunderbarerweise heute hier Matthias Redders, der schließt sich ganz logisch an das, was wir gerade schon gehört haben, denn er ist so eine Art Spiritus Rector der elektronischen Gesundheitskarte. Man hat mir sogar zugeflüstert, er sei Mr. Elektronische Gesundheitskarte NRW. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Ich habe mir das so vorgestellt, dass er sich schon mit dem Thema beschäftigt hat, als andere noch mit Lochkarten gearbeitet haben, aber vielleicht ist das auch übertrieben. Er ist, was auf jeden Fall die Wahrheit ist, Referatsleiter im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, ist dort zuständig für die Umsetzung des E-Health-Gesetzes, habe ich mir sagen lassen, und auch zuständig für die NRW-Landesinitiative E-Gesundheit. Zum Thema E-Health-Gesetz, worum geht es da? Es stellt die Weichen für den Einstieg in die elektronische Patientenakte. Also sie kommt jetzt endlich, Herr Redders, wie es ausschaut. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Ja, sehr gerne. Also zunächst mal Grüße auch an Sie von Dr. Heller, also dem Staatssekretär, den Sie angefragt haben, und der hat mich halt gebeten, das jetzt für ihn zu übernehmen. Also ich bin in der Tat zuständig im Nordrhein-Westfälischen Gesundheitsministerium für Telematik im Gesundheitswesen und Gesundheitswirtschaft. Das fand ich übrigens heute definitiv ist Herr Professor Hilber deutlich unter Wert verkauft worden, denn er ist nachweislich der Vater der forschenden Gesundheitswirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Er hat mal ein Zwiebelmodell entwickelt, das für die Gesundheitswirtschaft, was alle Bereiche sozusagen, alle Sektoren erfasst hat. Und auf dieser Grundlage machen wir heute noch die Förderprogramme, immerhin mit 40 Millionen im Jahr. Das waren seinerzeit die Wurzeln. Ich habe dann immer so eine Kathedrale entworfen, aber die wurde wissenschaftlich von niemandem ernst genommen. Dann habe ich es dann aufgegeben und er macht das so. Ja, Digitalisierung, Gesundheitswesen ist Vernetzung, definitiv. Wir haben das Riesenproblem, dass, ich frage das immer gerne am Anfang der Vorträge, wenn Sie bei Ihrem Arzt behandelt werden, er ist fertig mit Untersuchungen, alles, was macht er dann, er dokumentiert in seinem Praxisverwaltungssystem ihre Angaben, dann wollen Sie zum Facharzt, was passiert? Er druckt in der Tat noch diesen Arztbrief aus, meistens aufs Fax, und es geht rüber. Es gibt dort keine Möglichkeit, aus den Modellprojekten, wenn ich das meistens so sage, glaubt man einem das nicht unbedingt. Es gibt heute wirklich keine Möglichkeiten, dass Arzt, Facharzt, Krankenhaus 30 Jahre nach Einführung des Internets miteinander elektronisch kommunizieren. Das ist wirklich so. Wie gesagt, ein paar Modelle, aber es wird nicht strukturiert gemacht. Und deswegen müssen wir als allererstes vernetzen. Das geht dann über diese berühmte Telematik-Infrastruktur, die derzeit aufgebaut wird. Das geht wirklich los. In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits 2300 Praxen, die jetzt angeschlossen sind. Telematik-Infrastruktur, das ist immer so ein Begriff, der wirkt so sehr kompliziert. Ist er auch. Ist total. Es ist eines der wirklich größten IT-Projekte in Europa. Wahrscheinlich sogar mit das größte.
Aber zum Schluss kommt es darauf an, dass Sie eine Arztpraxis haben, wo Sie ein Lesegerät haben, wo Sie diesen berühmten Connector haben, der lange in der Diskussion ist, lange nicht fertig wurde, jetzt endlich fertig ist, der die Arztpraxis nach außen verbindet. Sie haben zentrale Dienste. Das Gesundheitsberuferegister, das ist das Register für die nicht approbierten Gesundheitsberufe, die darüber ihren elektronischen Arztausweis bekommen. Und der Arzt braucht dann selber Ausweis und da oben haben Sie die EGK. Und deswegen ist das immer, Sie können mich gerne als, wie haben Sie mich genannt, den Verantwortlichen für die EGK, also wenn Sie für Telematik gesagt hätten oder Digitalisierung, wäre ich ja einverstanden. Aber die EGK ist nur ein kleiner, ganz kleiner Ausdruck. Aber Sie haben völlig recht, es wird immer mit der EGK verbunden. Interessanterweise über die EGK ist stundenlang und immer wieder in der Presse geschimpft worden und zu spät und kommt nicht und sonst was. Jetzt ist sie da, seit November, oder jetzt kann sie genutzt werden, digital auch seit November letzten Jahres und niemand schreibt darüber. Das Ärzteblatt hat mal einen Artikel darüber gemacht. Das ist wirklich ein Phänomen. Das kam früher alle Vierteljahre, Monitor, alle haben sie losgezogen, Milliarden, Grab und weiß ich was alles. So, sie kommt und es ist nichts, es wird nicht berichtet. So, also für 120.000 Ärzte haben wir in Nordrhein-Westfalen und Zahnärzte zu verbinden, die ganzen nicht approbierten Gesundheitsberufe, also 500.000 in NRW. Die Versicherten selber über 4.300 Pflegeheime, über 4.000 Apotheken, 4.400 Apotheken und über 350 Krankenhäuser. Das ist also nicht wenig und das muss jetzt geleistet werden. Laut Gesetz, laut Jetzt-Gesetz bis Ende des Jahres, ich glaube da noch nicht so richtig dran, also ich bin auch Vorsitzender des Beirats der Gematik, die Gematik ist die Betreibergesellschaft, die das Ganze macht, das wird auch noch wohl wieder verschoben werden, um ein halbes Jahr, mich stört es aber inzwischen überhaupt nicht mehr, weil das ist eben ein so komplexes Projekt und wenn man Einblick nimmt da drin, dann sieht man, das ist keine Ausrede mit dem Komplex, sie müssen dermaßen viel an Datenschutzanforderungen, die ganze Technik muss auf den Neuesten, dann haben sie noch die Selbstverwaltung, die darüber bestimmt, die Politik, das BMG, also es ist schon sehr, sehr, sehr vielfältig und wenn man mal den Anspruch hat, dass diese schon sehr historische Geschichte, das ist jetzt ein halbes Jahr, mal lieber vernünftig machen. Also ich schätze eher, dass es dann noch bis Mitte nächsten Jahres wird, bis die Arztpraxen angeschlossen werden. In den Krankenhäusern ist noch ein Sonderproblem, da würde ich sie aber jetzt mit langweilen, was die Technik angeht. So, dann haben wir die Anwendung, weil was nützt die Telematik-Infrastruktur? Die können sie knicken, wenn sie keine Anwendung haben, medizinische. So, und da geht es jetzt los mit der Arzneimitteltherapiesicherheit. Die soll, die Anwendung auf der EGK soll ab Ende diesen Jahres getestet werden. Also die Anwendung, das ist bereits fertig, Pflicht, Entlasten etc. Es soll getestet werden und nach der Testung dann eingeführt werden. Also das wird seit Ende des Jahres, wo das passiert, können Sie sich denken, in welchem Land eigentlich. Und dann haben wir den Notfalldatenmanagement, das ist bereits in Münster erprobt worden und wird auch hier in der Gegend dann getestet werden. Dann gibt es alle möglichen Anwendungen, die auf der Telematik-Infrastruktur einfach fahren können werden, von dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und der mehr, weil sie haben ja dann wirklich eine absolut sichere Infrastruktur und sie ist absolut sicher. Das macht ja auch mit ein Problem aus, warum es so lange auch gedauert hat, die Anforderungen des BSI, also des Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnologie, die waren sehr groß und sind immer noch sehr groß. Natürlich kann deswegen, würde ja keiner behaupten, heutzutage nochmal kann nicht irgendwas gehackt werden. Aber alle Anforderungen, die man gestellt hat und die man stellen konnte, sind dort erfüllt worden. Ja, elektronische Patientenakte und Fallakte, da soll es natürlich hingehen. Das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Und nach Stand heute soll bis zum Ende des Jahres soll die Gematik sozusagen das Konzept entwickeln. Also die wird selber keine Akten machen. Es läuft darauf hinaus, dass sie eine bestimmte Rahmenbedingung vorgibt. Also wer darf auf die Akte zugreifen, wann und wie, welche Sicherheitsanforderungen. Die Krankenkassen dann diese Akte als personalisierte Akte anbieten werden. Das heißt, Sie können zu Ihrer Krankenkasse gehen, können sagen, ich möchte gerne eine EPA haben. Die wird auch von Ihnen gesteuert werden. Das ist Selbstbestimmungsrecht. Sieht das jetzt auch so vor, definitiv. Dabei sollte man nie aus dem Auge, also sollte man nicht aus dem Auge lassen. Ich sehe das immer noch als unproblematisch an, weil wir haben so einen großen Konflikt. Wenn Sie selber Ihre Akte steuern, also sagen, was reinkommt, was nicht reinkommt, geht halt immer auch nicht anders, kann es passieren, dass der Arzt, zu dem Sie kommen, natürlich sagt, alles schön und gut, aber wenn ich nicht alles sehe,
mir fehlt ein Teil aus der Akte, kann ich eben auch nicht vollständig behandeln. Und das muss man ausloten, da muss man sehen, wie man damit, aber das ist der zentrale, wirklich zentrale Konflikt bei der ganzen Aktenfrage. Also Stand Ende des Jahres, dann wird das auch noch weiter erprobt und dann gibt es Anforderungen und dann kann die Industrie diese Akten anbieten, den Krankenkassen anbieten. Sie werden aber, dafür haben wir jetzt auch eine gute Beschlusssage, so sehen, dass sie dann da auch nichts weiter mit zu tun mehr haben. Es sei denn, sie wollen alles. Aber die Krankenkasse macht das auch für sie alles. Denn da in die, also mein Sohn, der würde liebend gerne diese ganze Akte nochmal gestalten und wahrscheinlich würde die umdrehen und neu machen und so an seinem Rechner. Aber meine demenzkranke Schwiegermutter ganz bestimmt nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Geschichte, wenn das eben seitens der Kassen gesteuert werden kann. So, Telemedizin ist ein Drama in Deutschland, ist ein wirkliches Drama. Wir haben, auch das wissen die wenigsten, 1% an der Versorgung chronisch Kranker macht die Telemedizin aus. Wir haben gute Modellprojekte, auch in Nordrhein-Westfalen. Ich zeige da gleich noch ein paar oder tippe nur an, keine Sorge. Nein, ich habe nur 3 Folien. Das waren nur mal 2 Vorschläge. Wir haben nur 1% und das kennt Hilbert ja auch. Das Problem liegt einfach dabei, dass beim GBA dermaßen hohe Anforderungen gestellt werden. Und wenn die mal beschließen, jetzt Bewertungsausschuss wie mit der Televisite, dann ist das eine Katastrophe. Dann sind das Vergütungsbedingungen, auf die kann man nicht eingehen. Die haben so Regularien, da packen sie sich nur noch an die Mütze, wenn der ein halbes Jahr telemedizinisch betreut wird und in der Zeit einmal in die Praxis kommt, fällt die ganze Vergütung wieder flach und so. Also es ist irre. Und da haben wir ein gigantisches Problem. Man könnte so viel machen, wir machen viel, wir machen jetzt auch in unserem neuen Projekt, in dem neuen Wettbewerbsaufruf einige Projekte, aber die müssen ja in die Fläche. Und das liegt einfach daran, dass das in Berlin besser gemacht werden muss. Sonst wird das nicht passieren, sondern bleiben das alles nur regionale Geschichten. Den Arztbrief werden wir jetzt relativ bald auch bekommen. Das ist ein bisschen kompliziert wegen der elektronischen Signatur. Der Arzt sollte signieren können, damit dann ist es vollständig geschützt, datenschutzmäßig etc. Und die Voraussetzungen muss man treffen. So, jetzt ganz schnell noch einen Überblick. Nordrhein-Westfalen, da haben wir, fördern wir mit Frau Schlebusch, wie viel Geld? Insgesamt 40 Millionen sind es. Ne? Und 20 und für dieses Vorhaben sind es 4 Millionen. Genau. Fördern wir, nein, ich wollte nicht so direkt drauf, wollte nur Sie insgesamt was sagen. Da gibt es 2 Projekte, die machen die elektronische Fallakte. Fallakte heißt vor allen Dingen im Krankenhaus, alle zu dem Fall gehörigen Dokumente werden zusammengefasst und können eingesehen werden. Dann haben wir ganz interessantes Arzneimittel. Da werden wir, glaube ich, ziemlich weit sein. Also es wird auf die Karte nur den elektronischen Medikationsplan geben. Aber wir wollen hinkommen, dass wirklich Schnittstellen in den Apotheken, genau wie bei den Ärzten, so hergestellt werden, dass man eben alle Anforderungen erfüllen kann über den Medikationsplan hinaus. Und da bin ich sogar sehr zuversichtlich. Das ist eine Geschichte Pflegebrief. Es gibt den elektronischen Arztbrief noch Standard. Den Pflegebrief gibt es noch gar nicht. Den entwickeln wir in Solingen. Aber naja, das ist nicht sehr weit. Anwenderzentrum E-Gesundheit NRW, da lade ich Sie alle zu ein. In Bochum rufen Sie an beim ZDG. Möglichst in Gruppen lassen sich das Ganze zeigen, weil da haben wir wirklich sämtliche Anwendungen, die es gibt, stehen, können sich ansehen. Ich freue mich, dass Sie noch nicht aufsteigen, also aufzeigen. EGOPSIS, mache ich aber schnell. EGOPSIS in der Weda, das soll nur mal das breite Spektrum sein. Das ist eines wirklich ein tolles Projekt, da bin ich auch unheimlich, aber EGOPSIS muss ich noch erzählen, weil das ist ein Projekt, wo festgestellt wurde hier von der Universität Düsseldorf, dass Frauen, die geschlagen werden, die vergewaltigt werden, es sind auch Männer dabei, aber überwiegend Frauen, die werden untersucht. Wenn sie heute nach mit schwierigen Standards teilweise, also dass da doch auch einiges an Kompetenz und so fehlt. Vor allen Dingen aber werden die untersuchen, meistens gehen die dann und sagen, ich will meinen Peiniger nicht anzeigen, das tue ich, kann ich jetzt nicht, Familie drumherum, weiß ich was. Wir haben eine Akte entwickelt und zwar die Akte selber auch auf allerhöchstem Niveau an der Fachhochschule Dortmund. Die ist wirklich, das ist eine richtige Patientenakte. Auf der kann alles dokumentiert werden. Gleichzeitig macht die Universität auch Schulungsmaßnahmen und weiß ich was alles für die Gynäkologen und andere auch. Und das Spannende ist zum Beispiel, Sie müssen mal drauf gehen, GOPSIS heißt diese Akte, Gewaltopferinformationssystem, dass die sogar
Also wenn Sie jetzt, die Frau würde hier geschlagen an dieser Stelle und Sie, der Arzt stellt dies fest, kommt automatisch die gerichtsverwertbare Dokumentation erscheint. Das ist wahnsinnig wichtig, weil vor Gericht anschließend sehr viele Peiniger mit ihren Anwälten das Ganze auseinandernehmen können. Und das ist jetzt eine Sache, die da wesentlich mehr Qualität reingebracht hat. Nur mal so ein Beispiel, wie ganz praktisch Telematik, ja, die Frau Schlebusch lächelt schon wieder, weil ich finde das Projekt so toll, wirklich, wenn Sie das auch erleben, mit welcher Begeisterung die auch da drangehen und wie man sowas machen kann. Und natürlich interessant, die haben, glaube ich, 300 bis 500 Frauen in einem Jahr sind dort aufgelaufen, in jedem vierten Haushalt soll es Gewalt geben. Also da kann man mal sehen, wo da die große, ganz große Lücke ist. Ja, ich schaff's. Das war, sagte ich schon, elektronische Visite, zu wenig Geld. Telnet, ein großes Projekt in Nordrhein-Westfalen. Das wird noch richtig was werden mit den Universitätskliniken. App-Check, da versuchen wir mal den Weg zu gehen bei Apps. Mit Hilfe der Fachgesellschaften zu analysieren, sind die Apps gut oder nicht. Eine richtig umfassende App-Analyse ist ein Thema für sich. Glaube ich nicht, dass es die geben wird. Und das sind unsere Partner und ich mache damit Schluss. Herzlichen Dank, Herr Redders, für diesen spannenden Einblick. Ich glaube, Sie haben unsere Euphorie für Telematik hier an dieser Stelle geweckt und uns ein gigantisches Vernetzungswerk beschrieben, das in NRW gerade vonstatten geht. Jetzt schließt sich der Bogen zum Vortrag vom Beginn, denn wir gehen wieder in den Bereich der sozialen Arbeit, der sozialen Dienstleistungen, und zwar mit Herrn Kessmann, den ich auch gerne vorstellen möchte, Heinz-Josef Kessmann. Er ist Diözesan Caritas Direktor der Caritas München. Das sind 200, oh Gott, München habe ich gesagt, Münster, um Himmels Willen. Da sind 211 Träger, die dazu gehören. Die Caritas ist, das wissen Sie vermutlich, der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, also ein bedeutender, wichtiger Akteur im Bereich der sozialen Dienstleistungen. Kinder- und Jugendhilfe, Altenpflege, Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe ist alles dabei. Ein riesiger Arbeitgeber auch in diesem Zusammenhang. Herr Kessmann ist auch der aktuelle Sprecher der 5 Caritas-Direktoren in Direktoren, was schreibe ich hier? Direktoren. Diözesan, ja. Heute ist irgendwie mit München und das mit dem Katholischen irritiert mich an dieser Stelle offensichtlich. Was ist ganz interessant an dieser, an dem Einblick, den wir gerade bekommen? Die Caritas Münster, jetzt habe ich es richtig gemacht, macht nämlich gerade etwas sehr Interessantes, einen internen Strategieprozess, Vision Caritas 2025. Und da werden wir einen Einblick erhalten, denn Teil dieser Vision Caritas 25 oder dieses Prozesses ist es eine sehr große Befragung der Träger und Klienten, auch zum Thema Digitalisierung. Wo gibt es da schon, wo sehen Sie Bedarfe, wo brauchen Sie Unterstützung? Und da bekommen wir jetzt einen Einblick von Heinz-Josef Kessmann. Vielen Dank. Oh. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt sozusagen die ärmste Sau, weil ich, nachdem Sie schon ungefähr anderthalb Stunden zugehört haben, Ihnen immer noch was zutexte. Ich hoffe, es findet Ihr Interesse. Also vorgestellt bin ich. Ich sage, weil ich nicht sicher bin, dass alle sozusagen aus der Szene sind, Ihnen noch ein paar Sätze zu dem, was heißt sozusagen Caritasverband Münster. Also was ist sozusagen mein Tätigkeitsfeld? Das Bistum Münster, eines der 5 Diözesen in Nordrhein-Westfalen, katholischen Diözesen, und liegt sozusagen Münsterland, Niederrhein bis hoch an die niedersächsische Grenze, im Osten bis ungefähr Beckum, so, also das ist das Feld, und das nördliche Ruhrgebiet gehört ebenfalls dazu. Und dort sind wir sozusagen der Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Also wir sind nicht selber Träger, sondern wir sind die verbandliche Struktur der Träger. Und unsere Aufgabe ist es, die Arbeit unserer Träger zu unterstützen, weiter zu qualifizieren, sozialpolitisch Interessen zu vertreten für diese Träger, aber auch für die Klienten, Kunden, Bewohner, Nutzer unserer Dienste. Wir machen, das ist schon gesagt worden, ein Prozess Caritas 2025, einer internen strategischen Entwicklung. Und im Rahmen dieser strategischen Entwicklung haben wir eine aktivierende Befragung unserer Mitglieder, unserer Nutzer, unserer Umwelt gemacht
und haben die gefragt zu unterschiedlichen Fragestellungen. Es sind 2500 Fragebögen ausgewertet worden, die zurückgekommen sind. Diese Erhebung war nicht darauf ausgerichtet, repräsentativ zu sein, sondern es ging uns für diesen Prozess um einen aktivierenden Startpunkt, um eine aktivierende Befragung, die wir zusammen mit der Firma XIT aus Nürnberg dann haben ausgewertet, 2500 Fragebögen. Und dabei rausgekommen ist, und da möchte ich Ihnen nur eine Folie zeigen, diese Antwort auf die Frage, was sind die wichtigen Trends für die Caritas im Jahr 2025, und das Stichwort, was heute Abend im Mittelpunkt steht, Digitalisierung, ist dort auf der zweiten Stelle der wichtigen Trends für die Arbeit der Caritas, hinter dem demografischen Wandel. Also, der Digitalisierungshype ist das eine, aber wenn man sozusagen die wesentlichen Herausforderungen für die freie Wohlfahrtspflege anschaut, dann zumindest, so war die Meinung derjenigen, die hier geantwortet haben, ist es sozusagen die zweite große Herausforderung. Wir haben das als Anlass genug genommen, zu sagen, wir müssen uns mal etwas genauer um die Digitalisierung bei unseren Trägern, Einrichtungen und Diensten kümmern. Und da sage ich noch mal ein Wort zu unseren Trägern, Diensten und Einrichtungen. Die sind ein bisschen mehr als die 211 genannten, aber unsere Träger sind sozusagen beginnend, wenn man das der Größe nach sortiert, ein Krankenhausverbund mit über 10.000 Beschäftigten, mit 12 großen Kliniken auf der einen Seite und auf der anderen Seite viele, viele kleine Beratungsdienste, die meinetwegen in eigener Trägerschaft 5 Personen haben als Mitarbeiter. Also in diesem Spektrum von Diensten und Einrichtungen bewegen wir uns und machen unsere Arbeit darin. Wir haben dann geschaut und haben gesagt, eigentlich zum Thema Digitalisierung, wenn wir uns da näher drum kümmern wollen, haben wir eine recht unklare Ausgangslage, weil wir kennen natürlich einzelne Digitalisierungsprojekte in unserem Bistum. Natürlich solche Leuchttürme wie, was weiß ich, bei Hardegg eine Etage, wo man eine AAL-gestützte Wohnung ansehen kann und entsprechende Produkte kaufen kann oder vergleichbare Dinge. Die sind natürlich präsent und bekannt, aber wo steht die Caritas in der Breite der Träger und Einrichtungen beim Thema Digitalisierung? Und für uns als Spitzenverband natürlich auch von Interesse, was erwarten die eigentlich von uns an sozusagen Unterstützung und Hilfe auf diesem Weg der Digitalisierung? Wir haben dann gesagt, damit die Ausgangslage etwas klarer wird, machen wir 2 große Erkundungsprojekte. Wir haben einen Wettbewerb veranstaltet, der ist noch nicht sozusagen prämiert. Von daher kann ich Ihnen die Ergebnisse noch nicht darstellen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben also knapp 20 Projekte, die sich um einen Preis beworben haben. Die Jury hat getagt. Wir haben Projekte aus allen Feldern der sozialen Arbeit vom Kindergarten angefangen bis zum Krankenhaus versammeln können. Wir haben Projekte aus dem Bereich der digitalen Verwaltung bis hin aber auch zum Zugang für Nutzer und Klienten über Apps etc., die sich bewerben um den Preis. Da müssen Sie dann mal irgendwann in die Zeitung gucken, da sehen Sie das. Wir haben aber, und darüber wollte ich Ihnen berichten, darüber hinaus eine Trägerbefragung gemacht als Erkundungsprojekt, um eben zu wissen, wie sieht der Stand der Digitalisierung in der Breite der Caritas aus und was wollen die eigentlich von uns als Spitzenverband. Wir haben das gemacht in Kooperation mit der KU Eichstätt, mit Herrn Professor Kreidenbeiß. Die haben das im Rahmen eines Studienseminars gemacht, dann, wie das so üblich ist, eine qualitative Vorstudie per Telefon und dann eine quantitative Online-Befragung. Da haben 355 befragte Geschäftsführungen sind befragt worden, 201 Rückläufe ausgewertet sind, 151 Fragebögen, das sind 43%. Damit haben Sie kurz und knapp den Rücklauf skizziert. Ich stelle Ihnen Ergebnisse, geschuldet der Zeit, nur knapp und in Haupttendenzen vor. Und wenn Sie etwas genauer hinschauen wollen, verweise ich Sie auf einen Artikel, der im April in der neuen Caritas erscheint. Das ist jetzt sozusagen unsere Fachzeitschrift, möglicherweise nicht Ihre, aber das ist die Quelle, wo Sie das dann nachlesen können und wo Sie auch noch tiefer gestaffelte Auswertungsdimensionen vorfinden. Fangen wir mal an mit dem Digitalisierungsbedarf der Mitgliedsorganisationen nach den unterschiedlichen Betätigungsfeldern der Caritas. Und hier wird doch sehr deutlich, dass es schon erhebliche Unterschiede
bei den Geschäftsführungen aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Caritas mit dem Stichwort Digitalisierung. Es gibt in der ambulanten Pflege, wo wir zum Beispiel mit der Dokumentation ganz selbstverständlich unterwegs sind, ist eben sozusagen der Digitalisierungsbedarf sehr viel näher. Auch genauso in der beruflichen Bildung, zum Beispiel im Bereich der Krankenhäuser dann auch, als in den klassischen sozialen Beratungsdiensten, die sozusagen da doch sehr viel zurückhaltender sind und die digitale Agenda für sich wesentlich geringer einschätzen. Und ein bisschen ist das, glaube ich, auch anders in der Entwicklung, zumindest diese Zahlen scheinen dafür zu sprechen. Also es ist zumindest in diesem Teil der sozialen Arbeit nicht so, dass sozusagen die Klienten ziehen mit ihrer Nutzung des Digitalen hin in die Dienste, sondern umgekehrt der Dienst, wenn überhaupt, entwickelt was oder entwickelt eben nicht. Ganz interessant ist natürlich auch der Stellenwert der Behindertenhilfe sozusagen in so einem Mittelfeld, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel das neue BTHG das Stichwort Digitalisierung nicht kennt. Obwohl es ja eine gute Gelegenheit wäre, wenn man stärker nutzerorientiert das Gesetz aufstellen will, diese Möglichkeiten der digitalen Gestaltung zum Beispiel der eigenen Bedarfe in die Gesetzgebung mit einzubeziehen. So, das also der Digitalisierungsbedarf nach Betätigungsfeldern, nach Arbeitsfeldern. Ich komme jetzt zu einer ersten Einschätzung. Wie sieht denn die Entwicklungsbedarfe bei den Mitgliedsorganisationen nach den Themenkomplexen aus? Und Sie sehen hier, auch wenn die Unterschiede nicht so riesig wirken, es sind natürlich angesichts auch der dahinterstehenden Zahlen doch schon erkennbare Unterschiede, die sich hier dran deutlich machen lassen. Klarer Sieger von den Themenfeldern her ist die Personalentwicklung, wo der größte Digitalisierungsbedarf gesehen wird. Es wird alle diejenigen, die über die Frage der Arbeit und der Qualifikation für Arbeit nachdenken, nicht wirklich überraschen. Wir haben dann in der nächsten Wichtigkeitsstufe die digitale Unterstützung von internen Verwaltungsprozessen. Erst die interne und externe Kommunikation, dann die internen Verwaltungsprozesse und der Bedarf in der digitalen Unterstützung der Klientenarbeit interessanterweise auf der letzten Rangfolge der Wünsche, die hier geäußert worden sind. Wir haben dann diese Bedarfe oder die Entwicklungsbedarfe gegenübergestellt, dass die Entwicklungsbedarfe sind, also die roten, braunen Pfeile und das Blau, was da drunter steht, ist sozusagen die Frage nach Unterstützungsbedarf durch den Spitzenverband. Und Sie sehen, dass in der Regel einhergeht ein hoher Bedarf bei der Entwicklung, auch mit einem hohen Bedarf an Unterstützung. Das ist nicht in allen Feldern unbedingt gleich. Erstaunlich am nächsten beieinander ist das bei dem Unterstützungsbedarf in der Klientenarbeit. Hier gibt es offensichtlich auch die größte Unsicherheit bei den Trägern, wie sie das konkret ausgestalten sollen. Wir haben dann aus der Erhebung auch weitere Unterstützungsbedarfe mitgeteilt bekommen. Das ist, glaube ich, naheliegend. Also hier geht es um Erfahrungswissensaustausch, Finanzierung dieses großen Projektes Digitalisierung. Wenn man darüber nachdenkt, gucken Sie in die in der letzten Zeit verhandelten Koalitionsverträge, da steht immer dran, dass die kleinen und mittleren Unternehmen, die KMU, dringend Unterstützung brauchen bei der Herausforderung der Digitalisierung. Da steht nirgendwo, das ist ja auch Ihre These gewesen, da steht nirgendwo, dass die soziale Arbeit Unterstützung braucht, obwohl sie ja eigentlich sozusagen dann gemeinwohlorientiert eben genau diese investiv notwendigen Mittel kaum erwirtschaften kann. Beratung im Datenschutz mit hoher Wichtigkeit angefragt und grundlegende Beratung und Information ist dann auch nochmal genannt als weitere Unterstützungsaussagen. Ich habe die Untersuchung angelehnt, das, was die Universität uns als Kernaussagen mitgeteilt hat, hier mal zusammengefasst. Es ist schon eine hohe Sensibilität für den Teil Digitalisierung bei den Trägern vorhanden, aber insgesamt wird ein hoher Entwicklungsbedarf gesehen, der
arbeitsfeldspezifisch natürlich unterschiedlich ausfällt, je nachdem auch, wie der Stand der Digitalisierung in den Arbeitsfeldern ist. Es wird nicht mehr alleine Digitalisierung nur abgestellt auf sozusagen die digitalen Verwaltungsabläufe, eben die Buchhaltung, die EDV, was man so klassischerweise als ersten Schritt der Digitalisierung gesehen hat. Und es ist auch nicht mehr beschränkt, also wenigstens in dieser Befragung, alleine auf den Bereich Kommunikation oder Social Media. Die meisten Befragten, das habe ich gesagt, verbinden einen hohen Entwicklungsbedarf auch mit einem hohen Unterstützungsbedarf und der höchste Bereich oder die höchste Wichtigkeit hat der Bereich der Personalentwicklung, der Fortbildung. Mir wäre nochmal wichtig darauf hinzuweisen, wenn hier steht, es ist eben nicht mehr nur die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe und der kommunikativen Abläufe, dass so Fragestellungen wie Big Data zum Beispiel im Krankenhaus oder Internet of Things durchaus in den Beispielen, die in offenen Fragen genannt wurden, in der Untersuchung schon vorhanden war. Das war etwas, was uns eher überrascht hat von der thematischen Auseinandersetzung. Dann hat es natürlich auch seitens der Universität Handlungsempfehlungen für den Diözesan Caritasverband gegeben. Ich lese die jetzt nicht vor, sozusagen das Feld zu öffnen mit Fortbildungsangeboten, Wissensaustausch und dann tatsächlich auch sozusagen nochmal das Handwerkszeug, Unterstützung bei professionellen Gestaltungsdingen wurde als notwendig seitens der Universität eingeschätzt. Ich denke, was für uns auch als Spitzenverband, der explizit den Auftrag hat, sozialpolitische Interessenvertretung zu betreiben, von Wichtigkeit ist der letzte Spiegelpunkt, nämlich die digitale Teilhabe explizit in den Blick zu nehmen und das auch mit Blick auf das Klientel oder unsere Nutzer, unsere Zielgruppe, die wir in den Blick nehmen müssen, um digitale Teilhabe zu ermöglichen. Diese Ergebnisse werden jetzt sowohl in den Gremien des Verbandes als auch in der Geschäftsstelle genutzt, um entsprechende Handlungsschwerpunkte zu entwickeln. Das ist nicht so, dass wir noch gar nichts haben. Ich sage das einfach nur noch mal, damit sowas deutlich wird, wie packen wir es im Augenblick an. Also was sozusagen schon auf Bedarf getroffen hat, ist dieser starke Nachfrage nach Datenschutzunterstützung. Wir bieten als Dienstleistungsprojekt für unsere Träger an, dass wir denen extern sozusagen den Datenschutzbeauftragten stellen und sie entsprechend in den Geschäftsstellen im Datenschutz ermächtigen, begleiten. E-Learning-Prozesse für Mitarbeitende der Caritas werden entwickelt und in dem Bereich der Altenhilfe, der ja von den genannten Strukturen eher etwas höher war, von den genannten Arbeitsfeldern, werden wir im Sommer eine Juniorprofessur zusammen mit der Fachhochschule Münster einrichten, um hier auch sozusagen ein bisschen nochmal von außen Informations- und Unterstützung zu bekommen. Wichtig ist uns auch die politische Interessenvertretung, sowohl mit Blick auf den eben genannten Punkt der investiven Ermöglichung dessen, was notwendig ist, als auch mit Blick darauf die Teilhabe an solchen Prozessen für unser Klientel. Ein abschließender Eindruck aus den Diskussionen, in denen ich zurzeit stehe, wenn ich die Ergebnisse vorstelle bei unseren Trägern oder in unseren Gremien, in der sozialen Arbeit, so würde ich das mal zusammenfassen, gibt es nach wie vor eine starke Spaltung zwischen denen, die Digitalisierung als Hoffnungszeichen sehen, häufig verbunden mit einer hohen Affinität zu den Social Media, und denen, die die Digitalisierung ablehnen, so mal vereinfacht gesagt, weil der menschliche Charakter der sozialen Arbeit dadurch verloren gehen würde. Das ist sozusagen der implizite Vorwurf. Ich finde diese sehr starke Polarisierung bedauerlich, weil in dieser Dichotomisierung in meinen Augen der Gedanke verloren geht, den Professor Halfer einmal wie folgt beschrieben hat: Alle Nutzungsmuster neuer Technologien sind zwingend gesellschaftlich zu definieren, bevor sie in den Verhaltensapparat einer Gesellschaft einwandern und so tun, als ob sie normal wären. Ich glaube, vor dieser Aufgabe steht die soziale Arbeit, die Nutzungsmuster der Digitalisierung auch tatsächlich miteinander diskursiv zu erschließen und sich dann darauf zu einigen, was in unserer Gesellschaft möglich ist, nötig ist und was,
Und das sage ich jetzt etwas anders, als das Vorredner gesagt haben, für mich natürlich in erster Linie aus Sicht der Klienten, der Nutzer, der Bewohner, wie immer man das nennt, tatsächlich einen Vorteil bringt, damit sie es nutzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kessmann. Jetzt hatte ich so ein schlechtes Gewissen wegen München, dass ich mich nicht getraut habe, ihn zu unterbrechen, aber es war ja auch sehr spannend. Wir holen jetzt auch alle wieder aufs Podium, nicht alle, das stimmt nicht, aber fast alle. Deswegen darf ich bitten, Herr Seelmeier, Herr Kessmann, Herr Redders, Michaela Evans, das ist hier die Auswahl für das Podium. Ich darf an dieser Stelle schon mal ankündigen, dass wir etwas überziehen dürfen. Das heißt, wir werden noch die Gelegenheit haben, all Ihre Fragen und Anmerkungen auch tatsächlich zu diskutieren, wenn Sie so lange noch mitmachen. Vielen Dank schon mal für die Disziplin. Wir haben jetzt hier, bevor wir, ich sehe, einige haben schon genug an Wissen getankt und gehen möglicherweise rauchen. Alle anderen diskutieren hoffentlich noch mit uns. Wir dürfen neu auf dem Podium begrüßen die schon angekündigte Michaela Evans, die Mitautorin der Studie Digitalisierung in der sozialen Dienstleistungsarbeit ist. Achso, an dieser Stelle sollte ich zu dem Mikro sagen, man muss sie anmachen und zwei müssen sich eins teilen. Anmachen macht man, indem man dieses Hebelchen hochschiebt und dann müsste es funktionieren. Michaela Evans ist Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeit und Wandel im Institut für Arbeit und Technik, IAT. Das haben wir heute schon kennengelernt an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Und sie ist eine der besten Kennerinnen der Arbeitsbeziehungen im Bereich der sozialen Dienstleistungen, kann man sagen, und in vielen Fragen unsere Ratgeberin in dieser Hinsicht. Und sie ist auch Co-Autorin der vorhin erwähnten Studie von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert zur Digitalisierung im Krankenhaus. Wir haben jetzt ich habe ja versprochen, ich stelle nur eine einzige Frage an Michaela Evans und dann öffne ich die Runde, damit Sie auch zu Wort kommen und hier nochmal die Chancen und Risiken der Digitalisierung dieser beiden Bereiche mit uns diskutieren können. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, wie können wir die Debatte nochmal wieder zurückholen auf die kleinste Einheit, und habe mir jetzt die Leitfrage für das Podium überlegt: Wie kriegen wir eigentlich die Digitalisierungsdividende aus diesen Prozessen gehoben, denn das ist ja das Thema, was beide Felder verbindet, wenn ich das richtig sehe. Zum einen die Digitalisierung der sozialen Arbeit und dann die Digitalisierung der Sozialpolitik. Was ist eine Digitalisierungsdividende? Das ist eigentlich der Gewinn, der den Aktieninhabern ausgeschüttet wird. In diesem Fall sind wir aber alle die Aktieninhaber. Was ist der Gewinn für die Gesellschaft und für die Arbeitenden? Ich frage Frau Evans jetzt deswegen, ich stelle mir gerade mal vor, wir sind im Pflegeheim und wir lernen Rita Müller kennen. Sie ist examinierte Altenpflegerin. Sie ist wahnsinnig motiviert. Sie ist unter immensem Zeitdruck als Pflegekraft. Sie hat eine hohe Verantwortung für zahlreiche Pflegebedürftige auf der Station. Und wie heben wir für Sie die Digitalisierungsdividende? Was müssen wir tun? Also ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist überhaupt den Nachweis zu führen, welchen Nutzen hat Digitalisierung für Zeitverwendung. Ja? Es wird behauptet, dass Digitalisierung Zeit sparen kann. Zeit, die dann wiederum für den direkten Kontakt mit Patienten, mit Angehörigen genutzt werden kann. Ist das so? Empirisch gesehen wissen wir es noch nicht, weil wir bisher noch keine wirklichen validen Aussagen haben. Wie wirkt digitale Technik auf Zeitverwendung? Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele examinierte Altenpflegefachkräfte heute durchaus auch einverstanden mit Dokumentation sind und auch mit digitaler Dokumentation, weil es auch in gewisser Weise Zeit spart. Ja? Wenn beispielsweise IT-Systeme Medikamentensicherheit unterstützen in der Altenhilfe oder im Bereich der Sturzprophylaxe, ja, oder im Bereich der Betreuung von Patienten und Patienten, beispielsweise demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner, dann kann das durchaus sehr, sehr positiv sein, sowohl für die Fachlichkeit der Frau als auch für die Sicherheit im Arbeitsprozess als auch für die Versorgungsqualität. Aber diesen Nachweis, den müssen wir führen.
Der Nachweis wäre zu führen, habe ich verstanden. Wir können das noch vertiefen gleich. Ich möchte jetzt aber erstmal hier an dieser Stelle öffnen, um die möglicherweise den Kontext, wie heben wir die Digitalisierungsdividende für die Bürgerinnen, für den Bürger, für die Arbeitnehmenden, für die Klienten heben, nochmal weiter zu diskutieren und bitte um Ihre Anmerkungen und Fragen zu diesem Thema. Expertise ist im Publikum. Ich sehe auch schon den ersten, die erste Wortmeldung von Hartmut Seifert. Ich sammle ein wenig, bitteschön. Er macht es vorbildlich, er steht auf und er wird sicherlich auch gleich seinen Namen nochmal nennen, den ich aber schon gesagt habe, und seine Funktion möglicherweise. So wurde ich gebeten, das anzukündigen. Hartmut Seifert, Düsseldorf. Mehr müssen wir nicht wissen. Ja gut, ich komme auf den ersten Beitrag zurück, der mir gut gefallen hat. Allerdings habe ich etwas vermisst, nämlich die Ausführung über ein Stichwort, das ganz zu Beginn genannt wurde. Da war die Rede von Vermittlungsplattformen. Und das ist ja ein Stichwort, das ja weitreichende Konsequenzen für die Arbeitsorganisation und die Arbeitsformen haben könnte. Nun ist meine Frage, wie schätzen Sie das ein? Wird gerade im Bereich der Pflege die veränderte Arbeitsorganisation in Form von solchen Plattformen, die dann an, nicht an abhängig Beschäftigte, sondern zunehmend an selbstständige Pflegekräfte Aufträge verteilt, die diese dann in Eigenregie wahrnehmen können oder noch nicht wahrnehmen können, mit einem bestimmten Honorar. Wenn das der Fall sein sollte, und das ließe sich ja dort sehr gut organisatorisch bewerkstelligen, dann hätte das ja weitreichende Konsequenzen für die Qualifizierung der Beschäftigten, für die Frage der Mitbestimmung, nicht mehr mitbestimmungspflichtig, weil sie nicht mehr in einem abhängigen Beschäftigungs- oder nicht pflichtig, aber sind dann nicht mehr abgedeckt durch die Mitbestimmung. Viele, viele Fragen. Haben Sie in der Literaturrecherche, die Sie gemacht haben, auch internationale Literatur herangezogen, aus dem man vielleicht schon weiterführende Hinweise auf zukünftig auch in Deutschland zu erwartende Entwicklungen herausziehen kann? Vielen Dank, Hartmut Seifert. Ich sammle noch mal etwas weiter. Wir haben diese Frage registriert. Ich glaube, dass sie sich im Grunde an alle richtet hier. Also eine neue Form von Arbeitsorganisation der Pflege über Plattformen und wie weit ist das verbreitet? So, ich schaue mal, wer hat sich da hinten gerührt? Ich sehe im Moment, sehe ich tatsächlich niemand. Sie haben doch bestimmt Fragen und Anmerkungen. Sie mussten jetzt so lange zuhören. Ansonsten machen wir einfach mal das. Ich habe auch noch zwei Fragen, die ich dringend noch loswerden will. Machen wir einfach erstmal dann das Thema Plattformisierung der Pflegearbeit. Wird Pflege zukünftig stärker über digitale Plattformen organisiert? Kann man das jetzt schon sehen? Wer mag, wer kann diese Frage beantworten? Ist ein allgemeines Nicken dazu. Herr Hilbert möchte das Wort ergreifen. Pardon. Ach, da ist er. Herr Kessmann möchte das. Ja. Also, wir haben pflege.de. Also, es gibt ein Pflegeportal, über das Sie entsprechenden Zugang zu in der Regel privaten Pflegediensten finden können. In der freien Wohlfahrtspflege fehlt ein solches Instrument bisher, was ich bedauerlich finde und was sicherlich auch noch eine Herausforderung darstellt. Ich glaube, da es ja bei der Pflege immer auch um die Frage der Abrechenbarkeit der Leistung geht, werden wir einen gewissen Schutz gegen manche Fehlentwicklung haben, die ich bei Ihnen als Gefahr herausgehört habe. Das heißt, eine Fachlichkeit wird auf jeden Fall gesichert sein müssen und auch gesichert werden können, eben dadurch, dass die Leistung hier abgerechnet werden soll. Und es ist nicht erkennbar, warum die Nutzer dann auf die Abrechenbarkeit verzichten. Es sei denn, es handelt sich um sogenannte hauswirtschaftliche Leistung. An diese haben wir aber auch, sag ich mal, fachlich weniger Anforderungen. Und wenn wir realistischerweise auf diesen Markt heute bereits gucken, dann würde ich mal sagen, einiges von dem, was Sie haben aufscheinen lassen, findet sich auch heute schon in voller Breite auf diesem Markt.
Vielen Dank für die Antwort. Also eine Entwarnung an der Stelle. Der Pflegemarkt wird sich nicht auf digitale Plattformen verlagern, wie das zum Beispiel die haushaltsnahen Dienstleistungen im Moment tun. Michaela Evans, gibt es da noch Einwände, Anmerkungen zu? Sehen Sie das anders? Also ich glaube schon, dass man diese Entwicklung ernst nehmen muss. Erstmal auch vor dem Hintergrund, wie entwickeln sich Familienstrukturen. Ja? Also die Mutter wohnt an einem ganz anderen Ort als der Sohn, als die Tochter. Und natürlich gibt es erstmal einen Bedarf, schnell, kurzfristig Dienstleistungen gerade im ambulanten Bereich zu organisieren. Und wir sind ja gesundheitspolitisch in den letzten Jahren, Stichwort Pflegestärkungsgesetz 2, Pflegestärkungsgesetz 3, durchaus den Weg gegangen, diesen Bereich unterstützender, begleitender Dienstleistung auch durchaus mit in den Förderkatalog sozusagen der abrechenbaren Leistung aufzunehmen. Und genau in diesem Bereich, wo es zu einer Leistungsausweitung kommt, setzen diese Plattformen an. Deswegen würde ich sagen, ja, sie werden auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt als Sozialraumorientierung Quartiersmanagement. Ich glaube, sie werden stärker in der Vernetzung von haushaltsnahen Diensten, pflegerischen Dienstleistungen, Begleitdienstleistungen da ansetzen. Man könnte mal so einen Vergleich mit den Apotheken ziehen. Ne, so. Das sind ja eigentlich auch sehr große Fachinstitutionen. Trotzdem gibt es den Onlinehandel mittlerweile bei den Apotheken. Ob das am Ende für die Beschäftigten aber tatsächlich eine attraktivere Alternative ist, da würde ich noch mal im Moment zumindest ein Fragezeichen machen. Wenn es diesen Plattformanbietern gelingt, zu sagen, hier kannst du eigenständig, teamgesteuert, im Quartier selbstständig deine Arbeit organisieren, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch für einige Beschäftigte durchaus attraktiv sein kann. Gerade vielleicht für diejenigen, die wir momentan nicht in die abhängige Beschäftigung bekommen, weil sie zum Beispiel akademisch qualifiziert sind oder ganz andere Kompetenzprofile ausgebildet haben. Vielen Dank für die Einschätzung, Michael Evans. Ich sehe eine weitere Meldung und hoffe, dass ein Mikrofon, ich sehe eine noch weitere, ganz hinten. Ja, genau, erst die Dame. Vielen, bitte schön. Mein Name ist Pina Nell von Aurides, einer Förderinstitution im Bereich frühkindlicher Bildung. Und wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, inwiefern man über Digitalisierung oder digitale Wege finden kann, um Familien zu erreichen. So, also im Bereich digitales Lotsensystem, sage ich mal. Da wäre jetzt tatsächlich meine Frage, inwiefern Sie da gute Beispiele kennen, inwiefern Sie die, wie Sie da die Chancen einschätzen oder vielleicht auch direkt in der Caritas. Sind Sie da schon aktiv? Gibt es da schon Angebote und Erfahrungen? Genau. Hoffentlich soll die Frage sofort beantwortet werden. Herr Kessmann, wollen Sie direkt oder wollen wir noch mal eine Frage sammeln? Ich sehe da hinten. Ist es an? Es ist an. Ja, mein Name ist Bernd Keller. Ich lebe als Pensionär in Essen. Frau Evans hat gerade die Beschäftigten ins Spiel gebracht. Und da würde ich gern noch einiges lernen von den Teilnehmern am Podium. In dem ersten Vortrag von Frau Becker ist zum Beispiel das Substitutionspotenzial angesprochen worden, was da mit 20% ja eigentlich überraschend niedrig angegeben war. Also wenn man an die Diskussion um Industrie 4.0 denkt, ist man an andere Dimensionen gewöhnt. Da wurde auch angesprochen, die mögliche Dualisierung von Arbeitsmärkten. Also es gibt eine Gruppe, die höher qualifiziert ist, dann vermutlich recht ordentliche Arbeitsbedingungen hat. Aber was passiert am anderen Ende des Kontinuums? Ein anderer Aspekt wäre, wie werden eigentlich die Arbeitsbedingungen dieser Beschäftigten festgelegt? Also ich kann mir bei aller Fantasie nicht vorstellen, dass es dort Tarifverhandlungen im klassischen Sinne gibt. Oder was bedeutet das für die Mitbestimmung? Ja, also bei der Einführung dieser Technologien, dann aber auch sozusagen im Anwendungsfall. Ja, und also diese Reihe der Fragen, was bedeutet das für die Beschäftigten, könnte man jetzt ad infinitum verlängern. Das sind mal so ein paar Aspekte. Ja.
Vielen Dank, Bernd Keller. Wir haben jetzt hier zwei Fragen auf dem Tisch. Vielleicht nehmen wir noch eine dritte hinzu, wenn sich noch jemand meldet. Hier habe ich eine Wortmeldung, hier vorne die Dame mit dem roten, mit der roten Strickjacke. Ja, Heike Murland, Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Für mich, ich würde gerne anschließen an die Vorgängerfrage und fragen, was bedeutet das für die Dienste, für die Dienstleistung an sich? Das wäre für mich die naheliegende Frage danach. Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt hier schon mal die ganz kritischen Punkte auf dem Podium. Das ist wunderbar. Wir nähern uns den zentralen Fragen. Wir starten aber erstmal mit der Fachfrage, das Thema digitale Lotsensysteme. Sind die schon im Einsatz oder wie stark sind die schon im Einsatz? Bitte. Also was es gibt und was wir auch in der Caritas haben, sind Systeme der Online-Beratung, auch in familienbezogenen Problemlagen. Was es noch nicht gibt, was aber zum Beispiel bei verschiedenen der Wettbewerbsbeiträge, die bei uns eingegangen sind, in der Planung erkennbar war, waren solche Apps oder sonstige Funktionen, um eine Nutzerkommunikation zum Dienst zu erleichtern oder zu ermöglichen. Ja, gerne. Gerne ergänzend. Kurz ergänzend, also ein Programm, was wir uns ja auch angesehen haben, waren die frühen Hilfen hier in NRW. Und da gibt es ja entsprechend so ein Online-System Frühe Hilfen, wo eben auch sozusagen auf der Programmebene was entwickelt wurde, was dann von den Kommunen jeweils auch individuell genutzt werden kann und mit den eigenen Angeboten, die es in dem Bereich gibt, dann entsprechend gefüllt werden kann. Und das ist jetzt natürlich beschränkt nochmal auf einen bestimmten Bereich der frühen Hilfen, aber das sind eigentlich so Ansätze, die man sozusagen jetzt auch breiter fassen könnte und breiter fassen müsste, dass in den Kommunen vor Ort genau solche Informationssysteme oder eine Führung sozusagen der Nutzer-Nutzerin passiert. Ich gehe auf die Seiten und sage, okay, was ist mein Problem oder in welchem Bereich suche ich Angebote und werde da systematisch durchgeführt. Und da haben wir natürlich teilweise noch eine wirkliche Servicewüste vor uns. Also da gibt es in vielen Kommunen noch wirklich einiges zu tun. Ja, genau. Aber das ist, also ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt erstmal an die Informationen komme. Was gibt es denn an Angeboten irgendwie? Selbst das ist ja häufig noch nicht gegeben. Und dann direkt auch den Zugang zu bekommen oder einen ersten Zugang zu eröffnen, darüber, das wäre natürlich dann noch besser. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir haben jetzt die beiden großen Komplexe. Zum einen, wie verändert sich eigentlich die Arbeit, wie verändern sich die Arbeitsverhältnisse? Was heißt das eigentlich für die Beschäftigten, die Digitalisierung? Stichworte, die hier im Raum standen, Bernd Keller hat es gesagt, waren Substitutionspotenziale. Also stimmt das wirklich, dass die nicht ersetzt werden können? Und die Frage der Polarisierung, haben wir es mit einem Auseinanderdriften zu tun zwischen denen oder die verstärkte Schere zwischen den niedrig qualifizierten und den Hochqualifizierten und in der Mitte bricht es weg. Das sind ja auch Sorgen. Was passiert da? Ich vermute, Michaela Evans fühlt sich angesprochen und dann schaue ich mal, wer sich noch bemüßigt fühlt, das Thema Arbeitsbedingungen zu diskutieren. Also vielleicht noch mal zu den 20%, die angesprochen wurden. Das sind ja Studien unter anderem Degner Mattes, IAB, die gehen auf den Anteil routinefähiger Tätigkeiten zurück. Aus unseren eigenen Projekten und auch empirischen Ergebnissen wissen wir aber, dass dieser Schritt eigentlich zu kurz greift, gerade für den Bereich sozialer Dienstleistungen. Weil durch Digitalisierung werden zum Teil komplexe Aufgaben und Tätigkeiten überhaupt erst routinisierbar. Das heißt, erst im nächsten Schritt können wir eigentlich irgendwelche Aussagen über Substitution treffen. Ja? Und dieser Zwischenschritt, heute hinzugehen und sagen, wir vergleichen jetzt Berufe, schauen uns den Anteil heute schon routinefähiger Aufgaben und Tätigkeiten an, das greift zu kurz. Deswegen würden wir sagen, in der Tendenz ist das Substitutionspotenzial in den sozialen Dienstleistungsberufen höher als bisher vorliegende Studien das angeben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir dürfen aber nicht nur über Substitution sprechen, weil wir auch andere Effekte haben, nämlich, dass Beschäftigte ihre Kompetenzen
anders nochmal in den Arbeitsprozess einbringen können, also unterstützend tätig werden. Dass in bestimmten Bereichen erst auch sowas wie eine Ermöglichung, ein Enabling möglich ist. Deswegen müssen wir erstmal hingehen und sagen, Substitution ist nur eine Hypothese. Daneben gibt es aber noch andere Effekte. Und die müssen wir ganz konkret im betrieblichen Umfeld, welche Berufe sind betroffen, welche Aufgabenkomplexe, um welche geht es und welche Technik ist im Einsatz. Das ist sehr, sehr kleinteilig. Ja? Weil wir das heute nicht für alle Berufe, über die wir heute sprechen, in der Gänze beantworten können, glauben wir, und da sind wir jetzt beim Stichwort Mitbestimmung, dass es in Zukunft unerlässlich sein wird, dass die Mitbestimmungsakteure sowas wie eine, ich klaue jetzt mal das Wort, vorausschauende Personalarbeit überhaupt anstreben. In vielen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen reden wir noch gar nicht über eine lange Mitbestimmungstradition. Natürlich gibt es Mitbestimmungsakteure, aber solche strukturierten Programme, wie wir sie in der Industrie haben, wo Sozialpartner qualifiziert werden, wechselseitig diesen Umgang mit neuen Strategien digitaler Technologien zu erproben, Regularien zu entwickeln, Verfahren zu entwickeln, das fehlt dieser Branche bis heute. Das haben wir für die Industrie, für das produzierende Gewerbe. Es gibt kein Programm, was sich dezidiert an die Mitbestimmungsakteure in diesem Bereich richtet, um Digitalisierung eben, ich sage jetzt trotzdem mal sozialpartnerschaftlichen Sinne, gestalten zu können. Da fehlt schlicht und ergreifend entsprechende Programme, um überhaupt so etwas wie vorausschauende Personalarbeit, welche Beschäftigtengruppen sind von bestimmten Risiken betroffen, wie können wir frühzeitig durch Qualifizierung dafür Sorge tragen, dass es eben nicht zur Substitution kommt, sondern anderweitige Beschäftigungsfelder identifiziert werden. Da fehlt es im Moment. Vielen Dank. Zunächst nochmal zu dem Thema Arbeitsbeziehungen, Arbeitsbedingungen, Beschäftigung. Gibt es weitere Einschätzungen auf dem Podium zum Thema Substitutionspotenziale, Polarisierungspotenziale oder Notwendigkeiten mit Blick auf Mitbestimmung etc.? Herr Kessmann. Also ich halte im Augenblick viel von der These, dass man tatsächlich auch nochmal, also allein mit dem, was bisher in den Untersuchungen vorliegt, mit was immer an Routinisierung festmacht, also so wie Sie es auch ausgeführt haben, dass man dazu also wirklich nicht in der richtigen Einschätzungslinie liegt. Also es gibt erkennbar zum Beispiel Auswirkungen von Big Data, die sozusagen auch besser qualifizierte Personen verdrängen, wo es trotzdem so etwas wie einen Übersetzer braucht. Aber was weiß ich, die medizinische Diagnose durch ein Programm, wo das Zugriff auf, was weiß ich, so und so viel Röntgenbilder hat, eben besser diagnostiziert als jeder noch so gut ausgewiesene Röntgenfacharzt. Und dann ist plötzlich die Investitionsentscheidung für ein Krankenhaus eine ganz andere. Ne, nehme ich teil an diesem Programm und verschaffe mir einen Zugang zu den Bildern und dessen Auswertungssoftware oder nehme ich einen guten Röntgenfacharzt. Dann brauche ich immer noch einen Röntgenfacharzt, der das übersetzt, aber ich habe auch sozusagen einen Effekt. Und das ist, glaube ich, so feinteilig zu bestimmen, dass ich jetzt sagen würde, 20% so oder 20% da oder die einfachen Tätigkeiten verschwinden ganz, glaube ich nicht. Genauso, es wird ja immer diese japanischen Bilder von, was weiß ich, diesem Pflegeroboter oder was dann da um die Ecke kommt und hast du heute schon getrunken und solche Sachen. Ich glaube, ein bisschen ist das auch immer eine Frage von Kulturen und Zugänglichkeiten für eine bestimmte Kultur. Nun wird sich das auch in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland über die Dauer verändern, aber im Augenblick ist sicherlich eine japanische Kultur und der Akzeptanz eines solchen Pflegeroboters in der japanischen Kultur eine deutlich andere als in der deutschen. Das haben also schon sehr viele Leute erfahren. Und von daher, glaube ich, müssen wir sehr differenziert gucken und wirklich in den einzelnen Zusammenhängen der Nutzung, so wie ich gesagt habe, man wird über Nutzungsmuster gesellschaftliche Diskurse führen müssen.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Ich sehe eine weitere Meldung, habe aber noch einen dringenden Punkt auf dem Zettel. Und zwar, wir haben jetzt gerade über die Arbeitsbedingungen gesprochen, wir wollen aber auch über die Qualität der Dienstleistung sprechen. Wie verändert Digitalisierung die Dienstleistung, die ja eine Interaktionsarbeit ist? Was hat das für Auswirkungen für die Dienstleistungen? Was heißt es also für den Bürger, die Bürgerin? Herr Redders, Herr Professor Seelmeier, vielleicht auch gleich als nächstes. Ja, ist an. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn der Arzt alle Informationen, ich meine, gehen Sie heute ins Krankenhaus oder gehen Sie auch zum Arzt und Sie haben, waren auch noch bei 2, 3 anderen Ärzten, das reicht schon. Und der hat alles nicht vollständig vorliegen, es muss nachgefragt werden, telefoniert werden, ja schon innerhalb des Krankenhauses etc. Und dann stellen Sie sich einfach die Situation vor, Sie hätten die ganze Medikationsvita da mit allen Medikamenten alles drauf, das muss zwangsläufig die Qualität verbessern. Man soll das auch nicht überbewerten. Nicht? Der Arzt muss nach wie vor, es kommt nach wie vor auf den Arzt an, so wie er es oder die Ärztin, so wie sie es beurteilen. Aber die Informationen schon mal zu haben, ist sehr viel und so. Und dann gehen wir mal runter in die ganzen Prozesse und Abläufe. Was es wirklich bedeuten würde, im Krankenhaus das einmal durchdigitalisiert, das kann man sich kaum vorstellen. Sie kommen ja heute, letztes Mal war ich mal im Krankenhaus, ich glaube, ich hatte nachher 5 von diesen Aufklebern hier wo sie bei jeder Station diese Aufkleber abgeben mussten, bis sie oben waren und so. Das ist ja heutzutage eigentlich erstmal theoretisch ein Unding, aber es ist nach wie vor da und organisieren Sie das überhaupt im Krankenhaus. Also da ist ungeheuer viel Potenzial. Ich glaube auch Einsparpotenzial, obwohl wir das nicht so gerne nach vorne stellen, sondern einfach die Qualität wird sich deutlich verbessern, aber es geht eben sehr, sehr langsam. Dann hat der Bürger was davon, ist ja logisch. Vielen Dank. Ich glaube, dass es sehr ambivalent auch sein kann. Also klar, an vielen Stellen würde ich denken, verbessert Digitalisierung einfach die Informationsbasis auch für ein fachliches Handeln, kann da sozusagen unterstützend herangezogen werden. Aber wir haben natürlich auch Effekte, wo Digitalisierung dazu führt, dass wir sozusagen nicht mehr die Qualität oder Intensität in der Dienstleistung haben. Also wenn wir uns einen anderen Bereich anschauen von Dienstleistungen, also dieses ganze Feld der Kundenkommunikation, die Callcenter, die sozusagen ja auch hochgradig sozusagen, die Prozesse sind da digitalisiert. Und das ist natürlich, wird jeder von uns Erfahrung haben, ob es jetzt sozusagen mit dem Telefonanbieter ist. Also ich komme gar nicht mehr als Kunde wirklich an Verantwortliche heran, kommen sozusagen gar nicht mehr wirklich zum Zuge. Das mag manchmal auch System haben, was sozusagen jetzt nicht an der Digitalisierung liegt. Aber also insofern ist es, glaube ich, sehr ambivalent und hängt erstmal nicht von der Technik ab, sondern hängt sehr stark davon ab, wie wir diese Technik einsetzen, einführen und in die Prozesse bringen. Und das ist, glaube ich, sozusagen das A und O dann an der Stelle. Also was für ganz schlimm halte, sind teilweise die Bewertungsportale. Das finde ich eine Katastrophe, was sich da abspielt. Also ich habe es im eigenen Erfahrungsbereich schon mal mitgemacht. Meiner Mutter, die musste in eine Reha-Einrichtung gebracht werden. Man hat auf die Bewertungen geguckt. Danach war das eine katastrophale Einrichtung. Meine Mutter ist in die Einrichtung gegangen, war hochzufrieden die ganze Zeit, kam wieder raus und war auch medizinisch, wurde wunderbar behandelt und so. Also das sind Sachen, die sich da abspielen, die sind, finde ich, absolut nicht mehr neu. Sie können ja heute systematisch, nehmen Sie den letzten Skandal, der da gewesen ist, wo Premium-Anbieter nach vorne gezogen wurden und so. Also das sind so Auswirkungen, wo ich auch finde, die Digitalisierung ist ein Problem geworden, ja, ein echtes Problem. Ja, vielen Dank. Licht und Schatten haben wir jetzt in diesen beiden Fragen schon mal analysiert. Ich habe 3 weitere Anmerkungen und Fragen. Zunächst Antonio Brettschneider, dann habe ich da noch eine Dame und ich glaube auch auf der Seite noch. Da müsste sich die Person aber bitte noch einmal melden, weil mein Auge auf den Rednern hier ruhte. Pardon. Antonio? Ja, vor 15 Jahren, glaube ich, ungefähr, oder vor 20 Jahren, gab es schon mal so ein Wort, das hieß, oder so ein Schlagwort, das hieß Digital Divide. Ich glaube, in den 90ern, ne? Da hat man sich so vorgestellt, da wird es vielleicht einen Teil der Bevölkerung geben, der sozusagen abgehängt wird. Das wäre sozusagen ein zusätzlicher Exklusionsmechanismus. Die einen sind sozusagen dabei und die anderen sind nicht dabei.
wie so oft wird alles immer halb so heiß gegessen, wie es manchmal gekocht wird. Ne? Jetzt aber scheint es ja wirklich ernst zu werden. Ne? Und man merkt ja doch, dass es eine Vielzahl von elektronischen Kommunikationsformen gibt, aber auch von Anwendungen, die teilweise schon vorausgesetzt werden. Selbst wenn Sie als normaler Bürger keinen Internetzugang haben und bestimmte Sachen kriegen Sie fast nur noch im Internet und keiner druckt die mehr aus, weil man will ja auch Papier sparen etc. Ja, können Sie das, also das ist eine Frage an alle vier, können Sie das in Ihrem Bereich sehen? Ja, und es geht ja darum, sowohl für Beschäftigte als auch für Klientinnen, Patientinnen etc., dass da nicht diese, dann doch diese Ausgrenzungsprozesse stattfinden. Ältere Mitarbeiterinnen schaffen es nicht mehr, die sagen, ich komme da irgendwie nicht rein. Oder eben Patientinnen, Klientinnen, die sagen, tut mir leid, aber das nützt mir alles nichts. Das ist unter Umständen nicht nur eine Altersfrage, sondern eben auch eine Bildungs-, Qualifizierungs-, Ausbildungsfrage. Ich glaube, das kam bei allen vier Vorträgen auch raus, dass es einen großen Bedarf gibt quasi an Qualifizierung. Können Sie da vielleicht konkrete Beispiele nennen, wo Sie ein Problem sehen, wo es ein Problem geben könnte, dass Leute quasi ausgegrenzt werden durch diese Digitalisierungsprozesse und was dagegen unternommen werden könnte? Das mal so nach Möglichkeit, um es ein bisschen konkret zu machen. Wo könnten Leute dabei rausfallen? Danke. Alles klar, vielen Dank. Wir haben den Digital Divide uns gemerkt, werden ihn gleich bearbeiten und jetzt aber noch erstmal zwei weitere Wortmeldungen dazu nehmen. Bitte schön. Mein Name ist Maike Dienz, ich komme aus Bochum. Ich wollte eigentlich dann genau das Gegenteil oder zum Gegenteil fragen. Und zwar ist der Patient oder der zu Pflegende ist ja jetzt erstmal keine Ware, mit der gehandelt wird, sondern er will und er muss sicherlich auch Verantwortung mit über seine Gesundheit oder auch seine Krankheit übernehmen. Er kann es sicherlich auch und viele sind heutzutage eben nicht nur die Abgehängten, sondern auch eben in der Lage, mit den digitalen Medien umzugehen und wollen auch Verantwortung übernehmen. Und gerade die, die jetzt nicht die Pflege aufgrund von kognitiven Beeinträchtigungen brauchen, finde ich, sollte man in gewisser Weise auch verantwortungsbewusst mit einbeziehen. Es kann nämlich auf der anderen Seite auch, wenn es jetzt um den Pflegefall oder auch um Pflegeeinrichtungen geht, kann es ja jetzt nicht sein, dass die Leute, wenn sie noch zu Hause wohnen, sämtlichen digitalen Medien zur Verfügung haben. Wenn sie dann ins Pflegeheim kommen, müssen sie sich begnügen mit irgendwelchen Singrunden und Spieleabenden. Und sind dann von der digitalen Welt und auch von der Verantwortung für ihre Gesundheit oder wie sie weiter leben wollen, eigentlich völlig ausgegrenzt. Das heißt, die Frage ist, wie kann man in den Digitalisierungsprozess dann die Gruppe, um die es eigentlich geht, das heißt, die dritte Gruppe in diesem Zusammenspiel, nicht nur die Pflegekraft und der Arbeitgeber, sprich Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern auch die zu pflegende Person, wie kann man die mit einbeziehen und in der Digitalisierung mit Sie wissen hoffentlich, was ich gerade meine. Wir wissen unbedingt, worum es geht und werden das auch hier gleich sicherlich beantworten. Vielen Dank für diese wichtige Frage. Ich glaube, es gab noch eine dritte, ich bin mir nicht ganz sicher, auf der Seite. Kein Handzeichen, wir haben aber auch zwei hier, die es in sich haben und die wir jetzt diskutieren können auf dem Podium. Wir haben zunächst die Frage zum Digital Divide. Ist da der Graben, wird er größer, wird er kleiner? Ich finde, das hängt ja zusammen und ich würde gerne ein paar Beispiele bringen, wo meiner Meinung nach deutlich wird, dass beide Effekte da sind und beide Effekte sozusagen irgendwie auch was miteinander zu tun haben. Ich fange mal bei der positiven Sicht an und sage, natürlich ist das schick, wenn im Internet of Things zum Beispiel unsere Uhr demnächst meldet, ob wir gejoggt sind und uns austauscht mit einer Gruppe, wo ich meine Erfolge mit anderen messen kann und dann sagen kann, ich bin im oberen Drittel heute gelaufen. Das ist für denjenigen, der daran teilhaben kann, der das nutzen kann für sich, vielleicht tatsächlich ein Weg, wie man nochmal sozusagen ein bisschen Fitness mehr in die Gesellschaft bringen kann.
Wenn wir keine modernen Tablets hätten, wäre das mit der unterstützten Kommunikation für Menschen mit Behinderung, die Sprach- und Hörstörungen haben, extrem schwierig, und mit dem Tablet geht das. Oder auch in dem Umgang mit Menschen mit Demenz gibt es zum Beispiel solche Tablets, die recht einfach strukturiert sind, auf denen dann aber von den Menschen zum Beispiel Lieder gewählt werden können, die, zu denen sie sonst so keinen Zugang haben, aber im Sinne von Biografiearbeit diese einen wichtigen Effekt haben. Also wir haben das eine. Wir haben mittlerweile auch eine ganze Menge Altenheime, die vollständig mit WLAN ausgestattet sind. Das wird aber in der Regel relativ selten genutzt, weil die Singerunden für Menschen mit Demenz eben doch das Angenehmere sind. Oder ich kann es mir zwar als Münsteraner schwer vorstellen, Karneval eben doch eine beliebte Veranstaltung im Altenheim ist. Ich denke immer, wenn ich da reinkomme und Karneval feiern muss, das wird schrecklich. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch genau das Umgekehrte, dass Menschen von dieser Teilhabe exkludiert werden. Und das wird, glaube ich, zumindest gefährlicher. Ich will nicht sagen, dass das immer schon stärker tatsächlich stattfindet, nur die Gefahr wird größer, je mehr wir digitale Techniken nutzen. Eben das Beispiel mit dem BTHG und damit dem, also so zumindest in diesem System verwehrten Zugang zu einer Steuerung meiner Teilhabemöglichkeiten über das Internet, was ja mit Portalen oder so sonst eine gute Möglichkeit wäre, müsste man da als Beispiel anführen. Aber genauso die Kinder in der Tageseinrichtung, die zu Hause kein Tablet haben und oder kein hochmodernes Smartphone und die eben nicht die Möglichkeit haben, auch strukturiert den Umgang mit diesen Teilen zu lernen, werden, auch wenn sie dann später in die Schule kommen, einen Nachteil haben gegenüber denen, die schon in der Tageseinrichtung angefangen haben, damit umzugehen. Also ich mache es nur mal kurz, aber ich habe das ja gerade versucht, schon deutlich zu machen im Bereich elektronische Patientenakten. Mein Sohn, der war früher mal allerdings mit 6 Jahren schwer krank. So, der hat sich da alles umberappelt, ist wieder voll fit, kennt sich aber auch fit aus, der wacht morgens schon mit dem Laptop auf, der wird sofort angemacht und dann wird rumgezuckt und abends, also der ist nicht süchtig, sondern das macht er ganz normal. Der wird überhaupt keine Schwierigkeiten, ich hoffe nicht, der wird, ja, der studiert Brauereiwesen, also ich konnte das noch, nein, ernsthaft, ist ein Uni-Studium, nicht so lachen. Und der wacht damit auf, so. Der checkt sofort seine Akte, der kann sofort bei der Krankenkasse eigentlich, mir fehlt das, und der schaut ja auch durch. Ich habe bereits schon eher Schwierigkeiten damit. Also wie oft steckt meine 20 Jahre jüngere Mitarbeiterin hinter mir und sagt, ach, Herr Redders, dann kriege ich ihm was erklärt an den Funktionen. Die ist schon wieder einen Ticken weiter. Und dann nochmal überlege, bei meiner Mutter, die jetzt leider verstorben ist, da war das, die durchaus technikaffin war, aber da wäre das überhaupt kein, die hätte nur gucken können, so die wichtigsten Informationen und so. Da ist schon ein riesen Gap da und entsprechend ist der auch besser informiert, wenn er mit den Medien besser umgehen kann, wie auch sonst. Das gilt ja nicht nur in dem Bereich. Da laufen wir auf eine Entwicklung hinaus, weil die Standards ja dann immer nach denen eher gesetzt, ist ja alles kein böser Wille von diesen Informatikern, wenn da plötzlich aufploppt, achten Sie darauf, dass CB, UPS, geteilt, Querstrich, SBU in der Formation AK0 nicht funktioniert. Ja, das machen die nicht, weil die einen ärgern wollen. Das ist so drin, nicht? Von der ganzen Fehlerfunktion, die eingestellt werden. Und so wird das dann auch kommen, dass die dann daran ihre Standards orientieren und wir eben ganz schwer Gefahr laufen, dass das dann bei denen, die schon weniger ständig damit zu tun haben, muss ja auch nicht ständig auf den Bildschirm gucken. Gut, das ist aber nicht nur im Gesundheitswesen, da wird es besonders deutlich, sondern ist ja auch sonst ein Riesenproblem, mit dem wir zu kümmern. Was macht man dagegen? Entsprechend, ja, man muss die Hilfen halt verbessern. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht dazu ein. Und da auch sehr viel Wert legen drauf, dass diese sozialverträglichen Sachen mit einbezogen werden. Die bringen auf den ersten Blick nämlich nicht Geld. Und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht
da anschließend mit den Informatikern, dass sie das ja nicht extra machen. Also sie arbeiten ja auch gerade dran, also gerade gegenüber bei uns an der FH Bielefeld, das Hightech der Uni Bielefeld, forschen ja gerade dran, genau so eine Nutzung auch immer intuitiver möglich zu machen. Da sind wir an vielen Stellen noch weit entfernt, aber an manchen wird es ja auch besser. Aber nochmal auf die Frage bezogen, müssen wir nicht auch stärker wirklich die Adressaten, Adressatinnen, Klienten auch ermöglichen, mit einbeziehen, dass sie sozusagen diese Technik nutzen können? Ja, auf jeden Fall. Und das Problem ist, es scheitert schon an den einfachsten Stellen. Also das, was für uns im Alltag ganz normal ist, dass wir eine schnelle Information uns abstimmen, austauschen können über Messenger-Anwendungen wie WhatsApp, das ist natürlich im Kontext jetzt sozialer Dienste, wenn ich das fachlich professionell nutze, geht das nicht. Also da werden massiv datenschutzrechtliche Anforderungen werden verletzt. Und es ist eigentlich ein Unding, dass wir für so ein Problem, das sozusagen eine Riesenbranche betrifft, dass wir da auf so einer ganz basalen Ebene noch keine Lösungen, praktikablen Lösungen für haben. Und es ist ja technisch kein Problem. Wir müssen die Systeme müssen sich hier betreiben, müssen für sicheren Datentransfer sorgen. So, und dann haben wir das Problem gelöst. Und das wäre ein erster Schritt, wirklich stärker auch Adressaten einfach einzubeziehen in die Kommunikation. Häufig sind es ja auch unterschiedliche Akteure in einem Hilfesystem, die beteiligt sind. Und die einzigen Personen, die außen vor sind, sind diejenigen, um die es eigentlich geht. Also das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, das hatten Sie auch gerade schon angesprochen, ein Riesenproblem in diesem ganzen Kontext, sind eben gesetzliche Regelungen auch zur Finanzierung. Wir haben häufig für dann da, wo sozusagen das digitale Teil der Dienstleistung wird, haben wir keine Möglichkeiten, das auch dann wieder zu refinanzieren, weil die ganzen Sozialgesetzbücher diese Möglichkeit noch gar nicht mitdenken und vorsehen, dass sozusagen auch ein Teil von Dienstleistungen durch digitale Technik umgesetzt oder unterstützt werden kann. Und aus dem Grund haben wir ganz viel Forschung im Bereich altersgerechte Assistenzsysteme, aber bislang kaum noch etwas davon wirklich sozusagen umgesetzt und außerhalb von Modellprojekten realisiert bekommen, weil alle Träger daran scheitern, sie bekommen das einfach nicht finanziert. Und das Ergebnis ist, wir haben einen großen oder immer größeren Bereich, der nicht reguliert ist, wo sozusagen dann kommerzielle Anbieter diese Lücke schließen, weil es einfach den Bedarf gibt, Stichwort Hausnotrufsysteme. Da bastelt man sich dann irgendwie mittlerweile relativ billig aus Baumarktbestandteilen so ein Hausnotrufsystem selber zusammen, aber natürlich mit dem ganzen Ausfallrisiken und so weiter. Also nicht umsonst haben wir ja eine Regulierung hier in diesen sozialrechtlichen Bereichen, die dann auch für eine gewisse Sicherheit sorgen soll. Herzlichen Dank. Ich sehe noch eine, hat noch eine Meldung gesehen von Hartmut Seifert. Dann würde ich selber auch gerne noch mal zwei Fragen stellen, weil wir noch ein bisschen Punkte abarbeiten müssen, die auf jeden Fall hier nicht fehlen dürfen. Aber zunächst kurz Hartmut und dann noch mal eine Schlussrunde. Ja, nur noch an Herrn Redders. Gesetzt der Fall, und das wünsche ich Ihnen ja auch, dass Mitte des nächsten Jahres Ihr Telematikprojekt dann anläuft und wenn es denn auch mal so eingespielt ist, erwarten Sie dann Kostensenkungen im Gesundheitssystem, weil dann beispielsweise redundante Behandlungen entfallen, man muss nicht überall immer wieder in kurzen Abständen Röntgenaufnahmen machen und so weiter, wenn man von dem einen zum anderen Arzt überwiesen und dann ins Krankenhaus letztlich überwiesen wird. Und der zweite Punkt ist, gibt es da eigentlich Widerstände von den Ärzteverbänden, weil sie einerseits möglicherweise dann auch den Wegfall von bestimmten Behandlungen und damit von Einnahmen sehen, aber auf der anderen Seite auch möglicherweise Fehlbehandlungen, Fehldiagnosen und so weiter deutlich besser nachweisbar sind und dann auch gerichtsmäßig verwendet werden können? Also das ist nicht, also das, die Aufbau der Telematikinfrastruktur hat begonnen jetzt, wie gesagt 2300 Praxen und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ich glaube, es ist ein bisschen länger, aber dann sind zumindest Ärzte, Fachärzte und so weiter miteinander verbunden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Einsparungseffekte geben wird, aber wir stellen das nicht in den Vordergrund, weil
dass man kann genauso gut sagen, der berühmte Chefarzt will sein eigenes Bild machen und der nächste will wieder sein Bild machen, das können sie nicht verhindern. Ich weiß nicht, der Caritas-Direktor kann das vielleicht, aber wir können es nicht. Nein, deswegen, es wird sie geben, ich bin da fest von überzeugt, aber man sollte sie nicht vor den Vordergrund stehen, für uns geht die Qualität, dass wir sagen, die Qualität der Behandlung kann verbessert werden, die Prozesse können schneller gemacht werden und das wäre gut. Der zweite Teil war nochmal der Frage. Oder war das die Frage? Bitte? Die Ärzte, Widerstand so, der ja. Ärzte. Das ist eine ganz, das ist eine ganz interessante Entwicklung gewesen. Also in der ersten Zeit, wie EGK los war, das hat man in der Zeitung überall liegen, freie Ärzteschaft, Riesentumult und jetzt passiert die Weltrevolution, alle Daten fliegen durch die Gegend und so. Das hat sich vollständig beruhigt, dadurch, dass man versucht hat aufzuklären. Es gibt in Nordrhein-Westfalen den Ärztlichen Beirat, eine sehr, sehr gute Institution mit 40 kurativ tätigen Ärzten, also keine Funktionäre und so. Ich bin der Einzige, der dabei sitzt. Das Rest sind alles echte Ärzte. Und die begleiten das gesamte Projekt. Sie haben so eine Situation da, ich sage das immer gerne so, ungefähr 20%, wenn wir da hinkommen in die Arztpraxen, die schreien danach. Da kriegen wir ewig Druck, vor allen Dingen bei den Fachärzten und so. Wieso kommen wir nicht raus, warum können wir nicht raus und so weiter. Sie haben so eine Situation von, sagen wir mal, 60%, die wollen nur, dass das funktioniert. Also die schreien nicht danach, aber die finden es auch nicht gut, dass das jetzt nicht endlich klappt. Weil die auch das Problem sehen, dass sie einen Arztbrief auf den Fax legen, das ist ja ganz klar. Und die auch inzwischen durch die ganzen Diskussionen ihnen klar geworden ist, jetzt Frage der Umsetzung. Dann haben sie natürlich immer so einen Bodensatz von 10%, aber mir sind das inzwischen auch nicht. Wenn Sie da in die Praxis gehen, dann sehen Sie schon, was da los ist. Und dass die keinen großen Interesse haben an der Digitalisierung, das liegt auf der Hand. Ist auch nicht schlimm, wenn die ihre Patienten haben und die nehmen das auch alles hin, aber das wird sich natürlich auf Dauer nicht halten lassen. Also insgesamt ist die Stimmung schon deutlich besser geworden. Ja, vor allem sachkundiger, und das ist auch gut so, denn man kann sich ja nur man kann darüber schimpfen, aber es wird kommen. Das ist so. Da ist viel zu viel Geld investiert von Gesetze, Verträge, dann kann man sich besser einbringen, wie das zum Beispiel der Ärztliche Beirat tut. Der hat zum Beispiel diese ganz wichtige Frage aufgebracht, was ist mit den unvollständigen Dokumentationen? Ja, wenn der Patient Herr seiner Daten ist, Grundsatz, Verfassung, geht nicht anders, aber wie gehen wir dann damit um, wenn er Medikamente, wenn er bestimmte Diagnosen nicht in seiner Akte haben will? Dann ist die für mich nicht mehr vollständig. Was mache ich dann? Diese ganze Diskussion haben die Ärzte angezettelt, auch mit einem ganz konkreten Ergebnis zum Beispiel, das jetzt würde ein bisschen weit führen, aber das neue Konzept der Patientenakten sieht mit dem Patientenfach vor, da kann der Patient Einblick nehmen und so weiter. Also auch konkrete Ergebnisse schon erreicht. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss in die Schlussrunde einbiegen, sonst laufen uns hier die Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten davon. Und die Schlussrunde bezieht sich auf die Frage, was ist zu tun. Es gibt ja doch, das muss ich auch noch sagen, das sollte ich vielleicht an dieser Stelle sagen, damit Sie nicht davonlaufen. Es gibt gleich noch ein Glas Wein und Brezeln, habe ich erfahren. Dazu darf ich im Namen der Veranstalter schon mal ganz herzlich einladen. Möchte jetzt aber auch das Format nutzen. NRW-Dialog will natürlich auch immer Politikempfehlungen geben, sich auch immer in Richtung Landesregierung richten. Was ist zu tun? Digitalisierung ist ein zentrales Thema der Landesregierung. Es soll auch sozial verträglich geschehen, wie Herr Laschet gesagt hat. Und die Schlussrunde möchte ich nutzen, die Frage zu diskutieren. Wir haben jetzt über Licht und Schatten, über Chancen und Risiken der Digitalisierung geredet. Was sind die nächsten Schritte? Was muss getan werden? Was muss auch von der Landesregierung getan werden, um die Chancen zu heben, die Potenziale also zu wecken der Digitalisierung? Ich wollte eigentlich noch eine letzte Runde machen zum Thema, was kommt als nächstes? Was ist eigentlich die Zukunftsmusik? Wenn Sie dabei sind zu reden, das vielleicht kurz andeuten möchten, dann gerne. Aber ich fürchte, es darf nur ganz kurz sein. Wer mag anfangen? Ich weiß nicht, Herr Redders, Sie sind ja selber die Regierung. Deswegen weiß ich nicht, ob Sie Empfehlungen an sich selber richten können und wollen. Das müsst ihr dann entscheiden. Aber Sie können die der anderen mitnehmen vielleicht. Ich kann so für das Gesundheitswesen sagen, nach der ganzen langen Phase der Diskussion, der Entwicklung von Konzepten, müssen wir es einfach umsetzen. Jetzt, das wird allerhöchste Zeit. Das ist Digitalisierung und das in den Formen, wie ich es jetzt an die Wand skizziert versucht habe, also sowohl die Technik wie auch die Anwendung drauf. Und dann gibt es halt noch unseren Wettbewerb, auf den ich gerne hinweise, Digitalisierung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, für die ich gleich versuche, beim Brezeln meinen Nachbar zu begeistern. Was Sie gehört haben, passt da wunderbar rein. Das machen wir auch noch. Es muss jetzt einfach gemacht werden, das ist so. Das ist die Strategie. Jetzt endlich mal machen, ist das Stichwort. Herr Kessmann, Sie haben genickt.
Also ich würde das sagen, was wir nach der Regierungserklärung von Ministerpräsident Laschet gesagt haben. Also, dass er Digitalisierung auf die Agenda geschrieben hat, muss man ihm ernst nehmen. Wir haben gesagt, die soziale Seite darf dabei nicht vergessen werden. Also, auch die Digitalisierung muss eine soziale Seite haben. Ich habe das eben an verschiedenen Beispielen von sozialer Teilhabe deutlich gemacht. Ich habe das deutlich gemacht an Nutzungsmustern, die in spezifischer Weise auch der sozialen Arbeit und ihren Eigenheiten entsprechen müssen. Und ich finde, da haben wir eine gesellschaftliche Diskussion für die nächste Zeit. Vielen Dank. Wir haben ja noch Themen wie zum Beispiel Qualifizierung, Ausbildung, was da ist das Land zuständig. Das werfe ich kurz nochmal in den Raum, gebe aber jetzt an, wer möchte. Herr Professor Seemer, Sie, dann hat Frau Evans das Schlusswort. Ja, ich glaube also das, was jetzt im Gesundheitswesen, wo man sagen kann, so da muss jetzt einfach gemacht werden, da muss ich leider sagen, haben wir in vielen anderen Bereichen von Sozialpolitik und sozialer Arbeit noch einen längeren Weg vor uns. Also da müssen wir wirklich ganz grundständig jetzt erstmal Lösungen auch entwickeln, daran arbeiten. Da ist noch viel, viel zu tun in die Richtung. Und ich glaube aber, also ein Appell, den ich gerne noch mal jetzt da mitgeben möchte, wäre wirklich in Richtung offene Systeme, Open Source zu denken, weil wenn ich mir überlege, wie viel Millionen auch teilweise in Kommunen für solche Projekte ausgegeben werden, die dann aber trotzdem proprietär bleiben und mit dem gleichen Geld aber man die gleichen Lösungen anderen Kommunen auch hätte zur Verfügung stellen können. Ich glaube, das wäre was, da würde ich mir sehr wünschen, wenn da auch Politik sehr viel stärker Wert drauf legt, wenn Mittel fließen, dass dann auch in offene Lösungen investiert wird. Vielen Dank. Ach ja, proprietär sind sozusagen nicht quelloffen und müssen halt Lizenzgebühren für die Software immer wieder und immer weiter gezahlt werden. Und während offene Systeme eben von allen kostenlos genutzt und weiterentwickelt und verändert werden können, natürlich trotzdem auch einen Aufwand in der Pflege dann produzieren. Open Source, es geht um Zugänge, Infrastruktur, Frau Evans. Ja, ich glaube, das Erste, was ich argumentieren würde, wäre zu sagen, ich hoffe, niemand mehr in NRW sagt in Zukunft, die soziale Dienstleistungsarbeit ist rückständig in Sachen Digitalisierung. Also die Sensibilität zu haben, das ist ein Feld, da spielt diese Technik eine Rolle. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, das ging vorhin so ein bisschen unter, vorausschauende Personalarbeit. Da ist ein riesiges Feld zu tun von haftungsrechtlichen Fragen. Was bedeutet es, wenn ein Computerprogramm mir meinen nächsten Arbeitsschritt vorgibt? Was bedeutet das für mich als Fachperson aus haftungsrechtlicher Sicht? Technik ist eben kein Technikprojekt. Ich würde mir wünschen, dass es hier gerade in NRW als arbeitspolitisches Projekt stärker gesehen wird für den Bereich sozialer Dienstleistungsarbeit und dass man ein Programm auflegt, wo ganz gezielt auch Mitbestimmungsakteure, ich sage es nochmal, das fehlt in dem Bereich, zusammen mit Führungskräften qualifiziert werden in solchen Fragestellungen. Ja? Was sind problemlösende Technikeinsatzfelder? Wie kann man Personalarbeit vorausschauend aufstellen? Was sind rechtliche, haftungsrechtliche Fragen? Schlicht und ergreifend die Sozialpartner in diesem Feld, in diesem Programm zu unterstützen und zu stärken. Das würde ich mir wünschen. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich schließe auch mit der Erkenntnis, Technik fällt nicht vom Himmel, sie kann und soll gestaltet werden und das ist die Aufgabe. Das nächste Mal könnten wir über Algorithmeneinsatz in den sozialen Dienstleistungen reden. Das wäre ein tolles Thema, vielleicht für die nächste Runde. Ich danke ganz herzlich den Mitdiskutantinnen, den Vortragenden, Ihnen allen und darf wie gesagt noch einmal einladen zu Wein und Brezeln und zum Vernetzen, digital oder analog, wie Sie mögen. Einen schönen Abend noch.